und Fieber dem Anschluss entgegen. Wir hoffen, ihr seid genauso gespannt und bis in die Haarspitzen motiviert, denn uns erwartet mit Sicherheit. Fußballradio Chelsea, wir sind wieder da. Das erste Heimspiel der Spielzeit 2022-2023. Mein Name ist Daniel und ich darf heute das große Vergnügen zu kommentieren mit dem guten Jakob. Hallo Jakob, grüß dich. Hallo Daniel, meine Güte, ich freue mich ewig und drei Tage auf dieses Spiel schon. Ja, das letzte Spiel, was wir gemeinsam kommentiert haben, das war ja auch sehr erfolgreich gewesen. Ja. Das Pokalfinale war es gewesen. Ja, Mann, das war ein tolles Spiel. Ach. Lang ist es hergefühlt. Ich habe mal nachgeguckt, es sind 77 Tage gewesen. Was, so lange schon? Ja. Und Mensch, ich freue mich wirklich, heute wieder hier zu sein. Es könnte ein Ticken voller sein, vor allem auf der Gegentribüne. Wien Wiesbaden kommt nicht mit so vielen Fans her, wie ich es erwartet hätte. Aber man soll den Tag nicht vom Abend loben. Ich muss gerade sagen, Jakob, kannst, ich weiß nicht, ob du schon an das letzte Spiel gegen Wien Wiesbaden hier erinnern konntest. Da war der Block ja auch ziemlich leer gewesen. Ja. Und Punkt zur Halbzeit wurde auf einmal eine Buskolonie Wiesbaden auch abgeliefert. Weißt du, was den Jungs passiert ist? Nee. Die waren auch pünktlich eigentlich unterwegs. Aber das Busunternehmen hat ihnen einen Bus geschickt vom Fanprojekt Eintracht Frankfurt. Und da haben die Jungs sich geweigert einzusteigen. Nein! Und haben dann auf den nächsten Bus gewartet. Und dementsprechend kam die erste Pause an. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, würde ich sagen. Das ist genau richtig. Wollen wir mal gucken heute. Wir hatten gestern schon das erste Spiel gehabt. Das war das Derby im Ruhrport zwischen Duisburg und Essen. So sieht's aus. Ja, ja. 2-2 ist es ausgegangen, nachdem die Duisburger schon 2-0 geführt haben. Ja. Heute haben wir folgende Spiele. 1860 München gegen Oldenburg. Elversberg gegen Saarbrücken. Meppen gegen Zwickau. Der Hallische FC gegen Dynamo Dresden. Und Bayreuth gegen Freiburg. War gute Spiele dabei. Also, es waren ordentliche Spiele dabei, auf jeden Fall. Aber wollen wir auch mal auf unser Spiel hier gucken. Es ist gerne. Das erste Heimspiel der Viktoria in dieser Saison. Und wir beginnen wie folgt mit Ben Voll zwischen den Pfosten gekommen aus Hansa Rostock, unser ehemaliger Viktoria-Spieler. Dann Abwehr von links nach rechts ist eine Viererkette mit Patrick Koronkiewicz, Lars Dietz, Christoph Greger und Niklas May. Dann haben wir im zentralen Mittelfeld Sontheimer und den guten Moritz Fritz. Im offensiven Mittelfeld spielt Risse auf der linken und Langford auf der rechten Seite, beziehungsweise, Entschuldigung, Langford auf der linken und Risse auf der rechten Seite. Und dann die Doppelspitze oder beziehungsweise hängende Spitze und Sturmspitze werden bilden Philipp und unser neuer Mann, Robin Meissner. Der Gegner kommt mit Stritzel im Tor, eine Dreierkette davor aus Gürl, Leyen, Carstens und Mbrocker. Dann eine Viererkette im Mittelfeld mit Goppel, Jakobsen, Taffertshofer und Etze. Und dann einer Dreiersturmabteilung bestehend aus Hollerbach, Iredale, dem Neuen, der Nilsson ersetzen soll, und Kapitän Wurz. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass Nielsen eigentlich gegangen ist. Das ist ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Wiesbaden gegen Dortmund, dieses schöne Tor. Ja, der Torwart sich der Dortmund an den Ball hingelegt hat und Nielsen am schnellsten geschaltet hat und einfach reingeschossen hat, Tor zählt. Also das ist ein alter Schlitz oder Nielsen und das ist auch ein Bombenmann. Auf jeden Fall. Und ich meine, Royal Union Saint-Gilloise, wie ich gestern nachgeguckt habe, wie man sie richtig ausspricht, sind die Tabellenzweiten gewesen in der letzten Saison in Belgien. Und die haben jetzt ihn, wie man munkelt, für einen siebenstelligen Betrag akquiriert. Da kann man gespannt sein. Er sollte ja auch bei einigen Bundesligen, auch welche hier aus dem Linksrheinischen, durchaus in aller Munde gewesen sein. Aber im Endeffekt haben die Belgier das Rennen gemacht. Ja, Trainer Baumgart vom FC war ja aber damals bei dem Spiel von Wiesbaden Viktoria dabei gewesen. Der hat sich damals Nielsen angeguckt gehabt. Am Ende hat es nicht geklappt. Wir wollen mal ganz kurz gucken, wer heute uns pfeift. Das ist der Sportskamerad Richard Hempel. Der wird assistiert von Henry Müller und Michael Näther. Richard Hempel ist das zweite Jahr in der dritten Liga. Und hatte letzte Woche schon seinen ersten Einsatz beim Pokal gehabt, beim Spiel Wernigerode gegen Paderborn. Oh weh. 0-10. Und wir hatten letzte Saison den gehabt beim Spiel in Osnabrück, wo wir leider 3-0 verloren haben. Das war das Spiel gewesen, wo zwischenzeitlich mal das Flutlicht ausgegangen ist. Ja, ich erinnere mich an den Kick. Das war ein geiles Spiel. Also eigentlich nur wegen dem Flutlichtausfall. Tja, so, es sind noch 5 Minuten zu gehen. Unsere Viktoria ist bestimmt schon unter uns in den Katakomben bereit, hier rauszustürmen. Ich sehe, meine Pressemitarbeiter stehen schon vor dem Eingang, bei dem es auf das Spielfeld geht, und haben die Kamera geputzt und warten nun darauf, dass es endlich losgehen kann. Ja, wir haben ja wie immer vom Spiel, gucke ich mal nach, was der Viktoria Fancenter so schreibt. Da gibt es ja immer diese Umfrage, wie geht das Spiel aus? Und diesmal haben wir 58% hier um Sieg der Viktoria tippen, 26% auf den Unentschieden und immerhin aber auch 16% auf den Sieg von Wien Wiesbaden, wer auch immer sowas getippt haben mag. Ah, damit geht es eigentlich konform mit das, was Wettanbieter geben. Diese haben nämlich auch einen leichten Vorteil für die Viktoria ausgemacht. Ich bin mal echt gespannt. Also ich bin auch wirklich gespannt, ob es jetzt
ne, das sein kann. Dieser Sieg wäre heute wirklich wichtig, wenn man sich das Programm in der englischen Woche anguckt. Und, oh ja, du hast recht, das ist Baumgart, der sich vor uns hinsetzt. Der sitzt wieder vor uns. Also schau mal, wen Wiesbaden sein Lieblingsverein. Schau mal zum zweiten Mal hier. Ja. Oh, und jetzt. Er hat auch eine Menge Pins an seinem Käppi, sehe ich halt, ne? Ja. Während im Hintergrund laut applaudiert wird, weil unser Trainer Olaf Jansen begrüßt wird und er winkt in die Menge. So, wir sagen auch ganz kurz, wem wir eigentlich das Radio auch zu verdanken haben. Das ist wieder die Aktion Mensch, die uns sehr gut unterstützt hat und sehr gut gefördert haben. Da sagen wir natürlich wieder Dankeschön. Auf jeden Fall. Und wir begrüßen auch ganz freundlich die Seehunde, die heute mit Mann und Maus hier angekommen sind. Sie sitzen auf unserer rechten Seite. Ohne die Seehunde hätten wir vielleicht gar nicht die Aktion Mensch überzeugen können, dass wir hier dieses Blindenradio zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Denn die haben uns damals ein wirklich tolles Schreiben geliefert, dass sie sich freuen würden, wenn sie in den Sportpark Hohlenberg kommen könnten, um uns da zuzuhören. Und ja, die Aktion Mensch hat dem Folge getan, hat uns diese Möglichkeit gegeben und so sind wir jetzt schon die zweite Saison hier, du und ich. Ja, ich freue mich auch persönlich, die Leute kennenzulernen. Wir hatten ja letzte Woche den Stammtisch gehabt und da habe ich zumindest über den Zoom-Meeting schon einige von den Seehunden kennengelernt. Sehr sympathische Leute und gleich werde ich sie ja natürlich auch persönlich kennenlernen. Freue ich mich schon drauf. Ich auch. So, wir haben jetzt nicht mehr lange, bis das Spiel anfängt. Ja, und just als du es sagst, kommen nicht nur die Schiedsrichter aus den Katakomben, sondern auch beide Mannschaften. Und zum ersten Mal seit wirklich, wirklich langer Zeit hier im Sportpark Hohlenberg gibt es Ballkinder, die sich jetzt zusammen mit den beiden Mannschaften aufbauen. Die Viktoria heute in ihren neuen Heimtrikots mit Rot und Schwarz gestreift und der Gegner, der SV Wien Wiesbaden, in Himmelblau. Bin total begeistert. Ich höre zum ersten Mal seit Urzeiten das Chelsea-Lied. Das habe ich jahrelang immer gesagt. Es gibt gewisse Lieder, die man im Rechtsrheinischen spielen muss. Und das Lied, ich weiß gar nicht, kennst du das überhaupt, Jakob? Ja, schön, dass du mich hier wieder mal als Exil-Kölner geoutet hast. Ja, durchaus kenne ich dieses Lied. Ich bin nämlich auch schon ein paar Jahre hier bei der Viktoria. Aber ich finde es auch toll, dass wir neue Lieder hier haben. Auch schon beim Aufwärmen hat man sie gehört. Es gibt neue Musik aus unseren neuen Boxen. Sowieso hat sich einiges verändert bei der Viktoria. Wer das große Stadionmagazin sucht, der sucht es vergeblich. Wir haben jetzt nur noch einen Faltplatz und dafür ein viel umfangreicheres und viel aktuelleres e-Viktorianer digitales Stadionmagazin. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal aufzurufen. Hier im Stadion ist ja auch in dem Heftchen ein QR-Code drin, wo man das Stadionmagazin aufrufen kann. Sonst geht einfach ins Internet. Aber es hat sich auch baulich hier einiges im Stadion getan. Wenn ich sehe, der Block 10 ist abgebaut. Da ist jetzt das Fitnesszelt der ersten Mannschaft und auf der linken Seite. Ah, was sehe ich denn da, Jakob? Der neue VIP-Bereich. Der neue VIP-Bereich. Sieht nicht aus wie ein Zelt, ist aber ein Zelt. Ist ein wunderschöner Glaskasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, der Außenbereich ist wirklich toll. Also jedes Jahr passieren hier einige große Schritte für die Viktoria hier im Sportpark Hohlenberg. Und ja, so. So, wir sehen jetzt gerade, die Mannschaften haben ihre Platzwahl hinter sich. Die Viktoria spielt von rechts, von der Haupttribüne aus gesehen, nach links, vom Block 11 Richtung VIP-Zelt. Jawohl, also von uns gesehen, von rechts nach links. Sie haben gerade noch ihre eigenen Fans begrüßt, nachdem sie einen Spielerkreis gemacht haben. Und jetzt hat die Viktoria Anstoß im Mittelkreis. Da steht Palacios. Alleine. Der kann sich jetzt schon überlegen, spielt er auf Langford, spielt er auf Meissner, spielt er auf Philipp. Es wird geradezu bedächtig leise hier im Stadion. Ja, Schiedsrichter Hempel gibt das Spiel noch nicht frei. Guckt man gerade zur Außenlinie Richtung Haupttribüne. Wahrscheinlich die Kollegen von Magenta geben das Freizeichen, wann das Spiel anfangen darf. Ja. Bisher passiert noch nichts. Er guckt auch schon bedächtig nach links. Da kommt das Zeichen 2, 1 und das Spiel ist angepfiffen. Palacios spielt auf Fritz, der wird direkt angegangen und deswegen sucht er seinen Innenverteidiger Gregor. Gregor spielt, nachdem er auch angegangen wird, zurück auf Voll. Unser Torwart spielt den Ball bis an die Mittellinie nach vorne und dort kann Wien Wiesbaden den Ball aufnehmen. Allerdings kann Niklas May diesen zuerst mal wieder zurückschlagen in das Feld der Wiesbadener. Ja, die Wiesbadener bauen jetzt auf im eigenen Strafraum. Wir sind ungefähr 20 Meter vom eigenen Tor. Gerade spielte Jakobsen den Ball. Wir kriegen keinen Empfang da drüben. Mach du weiter. Gut.
So, Freunde, ich war jetzt gerade kurz abgelenkt gewesen. Wir hatten jetzt gerade für unsere Freunde die Seehunde, die jetzt hier live im Stadion sind. Die haben eine gewisse Funkstörung. Ich hoffe, dass ihr uns zu Hause hören könnt. Und gerade die Riesenchance der Viktoria von Robin Meissner, denn der Florian Schritz im Tor von Wien Wiesbaden anläuft. Und ja, das war mit Ach und Krach gerettet. Wien Wiesbaden im Aufbau mit Florian Carstens. Der spielt über die Mittellinie zu Hollerbach. Hollerbach spielt den Ball zurück. Jetzt wieder im eigenen Strafraum die Wien Wiesbadener, etwa 10 Minuten von der Mittellinie entfernt. Sebastian Mrowka hat den Ball, der bis letzte Saison noch Mannschaftskapitän von Wien Wiesbaden war, abgelöst worden von Johannes Wurz im Sturm. Der Ball geht jetzt aufs Tor, also auf Ben Voll. Ben Voll spielt ihn knapp in die Mitte rein. Das war aber ganz schön knapp, weil die Wien Wiesbaden den Ball auch angelaufen haben. Das ist alles im eigenen Strafraum, da muss man sehr aufpassen, statt den Ball weit rauszuknallen. Wien Wiesbaden hat den Ball in Höhe des 16-Meter-Strafraumes, spielen aber jetzt wieder zurück Richtung dem Mittelkreis. Ein langer Ball Richtung Viktoria in den Strafraum rein, aber Paco Kojovenic hat den Ball sehr schön gerettet. Mittelfeld holt sich Philipp den Ball. Doppelpass. Und jetzt geht die Post ab auf der Seite mit Robin Meissner in den Strafraum rein und Riesenchance! Ah! Also, ganz kurz. Robin Meissner spielt den Ball rein. Die Wien Wiesbadener, der Torwart und ein Abwehrspieler von Wien Wiesbaden schießen sich gegenseitig ab. Und dadurch wurde der Ball sehr gefährlich und konnte gerade mit Ach und Krach gerettet werden. Es gibt gerade jetzt die erste Ecke für Viktoria Köln. Gespielt haben wir jetzt 2 Minuten. Also, es ist ja schon richtig hier zur Sache. Die Ecke wird natürlich wie immer Marcel Risse ausführen. Dabei steht hinten Philipp. Ich glaube aber kaum, dass es eine kurze Ecke wird, weil Philipp ist auch schon abgedeckt von einem wilden Spieler. Aber der Robin Meissner, der macht schon richtig Spaß jetzt hier. Also die 2 Aktionen, die er jetzt schon hatte am Ball, da gibt die Pass ab. Risse rein auf den kurzen Pfosten, abgewehrt von Wien Wiesbaden. Sontheimer spielt den Ball jetzt rein, aber geklärt von Wien Wiesbaden. Viktoria kämpft sich den Ball wieder Höhe des Mittelkreises, aber unsauberer Pass von Philipp. Jetzt läuft die Angriffsmaschine von Wien Wiesbaden mit Team Goppel. Goppel überhastet auf Ben Voll, aber Ben Voll hat den Ball jetzt auch, hätte ihn aufnehmen können, weil der Ball ja kam hier von Goppel und knallt den Ball ins Aus. Einwurf für Wien Wiesbaden. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt hier, Freunde. Wir müssen gerade ein technisches Problem, was ich ja gerade schon angedeutet hatte. Deswegen müssen wir gerade ein bisschen umbauen. So, Einwurf in Höhe der Haupttribüne auf etwa 20 Meter vom Tor, kurz vor der Bank von Olaf Jansen bei der Viktoria. Tafelshofer spielt den Ball rein, aber kein Problem für Ben Voll. Ben Voll nimmt den Ball in die Hand. Ja, die in Wiesbaden stehen auf Höhe des 16ers sogar, decken alles ab. Ist ja bekannt, dass Viktoria die Bälle meistens kurz spielt. Ben Voll spielt den Ball aus auf Chris Kräger, alles im eigenen Strafraum. Chris Kräger spielt quer auf Fritz und ja, Wien Wiesbaden läuft den Ball an. Alles im Moment noch im eigenen Strafraum, deswegen kann ich alles so in Ruhe erzählen. Lars Dietz hat den Ball auch im eigenen Strafraum wieder quer auf Kräger. Also ich hoffe, dass der Ball langsam mal rauskommt, weil, ja, gut. Mittelfeld hat sich den Ball Robin Meissner geschnappt. Fehlpass auf Alvena Wiesbadener Spieler. Alles im Mittelkreis. Johannes Wurz spielt den Ball schnell auf Airedale. Und aufs Tor, der Viktoria schießt. Wurz. Viktoria bekommt den Ball nicht raus. Alles noch im Strafraum. Der neue Stürmer bei Wien Wiesbaden, aber jetzt geklärt von Lars Dietz in Höhe der Eckfahne der Haupttribüne. Einwurf für Wien Wiesbaden und auch Jakob ist wieder da. Hi. Gut. Technische Probleme hoffentlich gelöst. Ach, technische Probleme hoffentlich gelöst. Da will man alles richtig machen und im Endeffekt macht man das immer nur schlimmer. Wir haben, wie gesagt, heute Seehunde da und deswegen brauchen wir unsere Funkempfänger auf der richtigen Frequenz. Und unsere Frequenz wurde zu Anpfiff wahrscheinlich von einem Fernsehsender hier unterbrochen und somit kamst du nur noch sehr abgehackt rüber, aber jetzt haben wir die Frequenz geändert und somit kann es weitergehen. Ja, nochmal willkommen, unsere Seehunde, unsere Freunde. Und wenn man das geschafft hat, dass Magenta jetzt kein Signal mehr hat, gut, dann wird ja Pech. Es gibt Menschen, die sind wichtiger. Genau. Wo wir gerade von wichtig reden, die Viktoria probiert den Ball gekonnt aus ihrem eigenen Strafraum zu spielen und sie schaffen das sogar. Philipp wird angespielt an der Mittellinie, verliert aber allerdings doch den Ball. Ja, du sagst gerade gekonnt rausgespielt. Das hatten wir jetzt gerade in der Situation, wo du gerade unterwegs warst, zweiter Mal gehabt. Die Wien Wiesbaden laufen natürlich auch hoch an. Und Viktoria spielt sich teilweise 4-5 Mal den Ball im eigenen Strafraum. Das ist auch ganz schön gefährlich. Ja, ist es. Jo, Wien Wiesbaden im Angriff mit Hollerbach. Der verliert aber den Ball an Moritz Fritz. Und Moritz Fritz schickt Langford. Boah, Langford wird gestoppt mit einer unglaublichen Einsatz einer Schulter. Und zwar vom Rocker.
ja, da kann man eigentlich auch eine Karte geben halt. Das war ging ganz klar nur auf den Körper, nicht auf den, hatte mit dem Ball nichts zu tun gehabt. Ja, Schiri Hempel. Große Diskussionsrunde. Schiri Hempel ruft sofort einen Brocker zurück zu sich. Ich weiß nicht, was Tafazöfer da am Diskutieren ist von wem in Wiesbaden. Es gibt scheinbar nur eine Ermahnung. Ah ja. Na gut, aber andererseits, wir hatten ja letzte Woche auch noch die Regelschulung gehabt. Also meiner Meinung nach, wenn es nur auf den Körper geht, nicht auf den Ball, wo nichts ist, kann man auch eine Karte ziehen. Finde ich auch. So, 6 Minuten sind gespielt im Höhenberger Spiel. Sportpark immer noch 0-0. Wir hatten gerade schon eine schöne Chance gehabt für die Viktoria. Ja, und ich hoffe, es geht so weiter. Ben Voll hat den Ball in einem Strafraum. Kurz aus dem 16er raus, spielt Fritz an, der muss wieder zurückspielen auf Chris Kräger. Chris Kräger spielt den eigenen Mann, deswegen Gegner aus, im eigenen Strafraum, natürlich auch gefährlich. Fehlpass auf die Wiesbadener Spieler. Goppel hat den Ball, spielt kurz. Fritz versucht mit einem Klammergriff an Wurz ranzukommen. Ja. Also Goppel und Wurz sind bisher die auffälligsten Spieler bei Wiesbaden. Ja, Dietz kann hier gerade noch mal im Strafraum vor Wurz klären und den Ball noch ins Seiten ausschieben. Es gibt kurz vor der rechten Eckfahne Einwurf. Es wird Goppel machen. Der hat den Ball eingeworfen zu Wurz. Wurz über den Brocker. Ball Boppelpass. Brocker kommt wieder ran, aber Palacios kann im letzten Moment noch seinen Bein dazwischen geben. Und so kann Ben Voll die Kugel aufnehmen. Ben Voll guckt sich um nach Anspielstation. Wiederum findet er nicht wirklich eine. Enorm frühes Angreifen und Zustellen der Wiesbadener Gäste. So wird der Ball kurz abgeworfen auf Kräger. Der befindet sich jetzt kurz vor dem Strafraum, sieht sich allerdings mit Ira Dale einem Gegenmann gegenüber, spielt zurück auf Voll, der spielt zurück auf Kräger, der mittlerweile bis zur Außenfahne gelaufen ist und der spielt einfach mal einen hohen, weiten Ball auf Langford. Langford kann das Kopfballduell für sich entscheiden und Meissner nimmt den Ball geschickt mit dem Knie an. Erster Passversuch von ihm wird geblockt, aber dann findet er auf der anderen Seite Korunkiewicz und der kann Meter machen. Der macht super viele davon, schießt dann rechts raus auf Risse, ein bisschen in den Rücken, aber Risse kann die Flagge trotzdem bringen. Im ersten Moment wird sie abgefangen und dann auch geklärt. Lars Dietz kann den Ball aufnehmen, unser Innenverteidiger an der Mittellinie. Gibt ihn an Risse, Risse gegen zwei, kann sich nicht behalten, verliert die Kugel an Hollerbach. Und Hollerbach verfolgt von Risse, macht sich auf und davon in unsere Hälfte. Lars Dietz kann ihn zusammen mit Risse vom Ball trennen. Und jetzt hat Risse den Ball. Unser Kapitän spielt den Ball zu Philipp, der zu Fritz. Der über Kräger, aber der Ball kommt zurück zu Fritz und der findet wieder Philipp, der frei ist. Oh, und der findet Langford. Das kann ja auch mal ordentlich gehen. Langford findet Meister. Nein, kein Abseits, auf keinen Fall. Oh. Sorry, Jakob, dass ich jetzt reinkrätsche. Nee, das war eine super Staffette gewesen halt und der Mann war niemals Abseits gewesen. Never, null. Ja, das sehe ich ähnlich. Das war wirklich auf gleicher Höhe und das war mal wirklich ein Kurzpassspiel Tiki-Taka-like. Ich wollte sagen, das war also wirklich ein Kurzpassspiel vom Feinsten gewesen, halt, was die Viktoria jetzt gerade gemacht haben. Wien Wiesbaden baut langsam auf im eigenen Strafraum, etwa 20 Meter vom eigenen Tor. Spielen sich den Ball auch mehrmals quer hin und her, gerade im Hofgabenball gewesen. Zurück auf Torhüter Florian Stritzel. Der den Ball weit über die Mittellinie rüber. Hollerbach, ja. Jetzt wird Hollerbach von Philipp hart zu Boden gebracht, aber Schiedsrichter sagt, alles fair. Der Ball ist aber weiterhin in Wien Wiesbadens Abwehrreihe. Jetzt probieren sie Goppel anzuspielen. Mai mit einer gesetzten Grätsche, alles oder nichts Grätsche, kann den Ball gewinnen. Gibt den Ball an Palacios und der geht zurück zu Mai. Oh, Mai bleibt in einem Gegenspieler hängen. Es ist Goppel. Naja, was heißt hier hängen? Der Mann hat sich im Weg gestellt. Ganz ja, klar, die ja. Gelbe Karte hat sich verdient. Genau, und das zeigt Schiri Hempel auch an. Er sagt, mein Freund, das ist das zweite Mal, dass du jemanden mit der gleichen Schulter sperrst und dafür gebe ich dir die Ehrung eines gelben Kartons. Mai wird indessen wieder auf die Beine gebracht von Philipp, humpelt ein bisschen, aber sieht aus, könnte es für ihn locker weitergehen. Und jetzt stehen sie da. Marcel Risse, unser Kapitän. Und Philipp. Der Ball ist zurechtgelegt, aber noch nicht freigegeben. Sehr viele in rot-schwarz gekleidete Viktorianer sowie in himmelblau gekleidete Wien-Wiesbadener stehen genau an der Strafraumkante. Blicken gebannt auf diesen indirekten Freistoß. Risse bringt ihn rein, scharf aufs Tor, keine Probleme für den Schlussmann, der Wiesbadener, für Stritzel. Ja, Stritzel schaut sich an, wie er anspielen kann, spielt den Ball auch kurz im eigenen Strafraum. Wien Wiesbaden macht den Spielaufbau, tastet sich langsam Richtung Mittelfeld vor, spielen die wieder zurück den Ball. Ein langer Ball jetzt auf John Idale. Oder Brockling Etzel. Nee, das ist Etzel von Viktoria Berlin ist er gekommen. Ja.
Der Ball geht wieder zurück. Und jetzt ist er wieder beim Innenverteidiger gelandet. Das ist Carstens. Carstens wird angegangen von Meißner. Ja, jetzt wird aber auch wieder zurück zu Stritzel gespielt. Also Wien Wiesbaden probiert neu aufzufädeln und macht den Fehlpass. Palacios ist gedankenschneller als sein Gegenüber, spielt an Risse, der will den Ball direkt stecken, bleibt aber hängen in einem Gegenspieler. Und so jetzt vielleicht die Wiesbaden damit etwas mehr Platz. Nein, der Passversuch von Brocker landet an Niklas Maisbein. Der Typ ist heute hellwach. Ja, wir haben jetzt zwischenzeitlich genau 11 Minuten gespielt. Also ist schon irgendwie viel passiert. Das Spiel läuft ja hin und her. Ich habe das Gefühl, es gibt kaum Mittelfeld. Also das Spiel läuft rauf und runter. Ja, das sehe ich ähnlich. Chancen auf beiden Seiten. Ja, das ist jetzt die erste Ecke für Wien Wiesbaden. Ungefähr ein Schuss aus, kann man eigentlich sagen, fast aus 30 Meter, den Mai abfälscht und der dann einfach ins Ausgeht. Ja, eher eine Verzweiflungstat von Goppel hier. So wie es aussieht, wird Etze, der neue Mann in den Reihen des SVWW, diesen spielen. Könnte eine kurze Variante werden. Mit ihm zurückgekommen ist Wurz, der Kapitän von Wien Wiesbaden. Ansonsten stehen wirklich alle am Elfmeterpunkt. Aber der Ball kommt in den 5-Meter-Raum und kann von Meißner dort weggeköpft werden. Zweiter Versuch, hoch und weit in den Strafraum der Viktoria zu kommen. Scheitert an der Birne von Chris Krieger. Aber Wien Wiesbaden weiterhin im Ballbesitz. Nur ist dieser an der Mittellinie. Jetzt kommt nochmal eine Flanke rein, aber auch dieser findet ein Ende bei Chris Krieger. Und dieses Mal können die Viktoria den Ball behaupten. Es ist Korunkiewicz, spielt auf Lars Dietz, der auf Ben Voll, bitte schießt den einfach raus. Meine Güte, wird der angegangen und seine Mitspieler stehen einfach nur da und gucken zu. Und so kann Wien Wiesbaden den zweiten Ball gewinnen. Es ist Goppel, schönes Ding. Wow. Goppel mit einer Flanke, die von Iredale wirklich scharf gemacht wird per Kopf. Aber Ben Voll ist noch da, springt genau im richtigen Moment ab und kann das Ding aus dem Winkel fischen. Das war eine sehr gute Einschussmöglichkeit für Wien Wiesbaden gewesen, aber wie gesagt, unnötig in der Entstehung. Total. Ja, das ist dieses Klein-Klein im Strafraum. Wenn es klappt, sieht super aus. Ich bin kein Freund davon. Ich überhaupt nicht. Dafür habe ich nicht die Nerven. Nee, also da haben wir ja auch, das ist auch schon oft genug schiefgegangen, wenn ich in Magdeburg denke, in der letzten Saison. Und da muss der Ball einfach mal rausgeknallt werden. Spieleröffnung hin oder her. Ja, sehe ich total gleich. Aber was will man tun? Jetzt sind wir hier, linke Seite, 30 Meter Entfernung, haben die Wien Wiesbadener einen Freistoß. Der wird jetzt ausgeführt. Fliegt an Freund und Feind vorbei ins Tor aus. Ben Voll klatscht in seine zwei behandschuhten Handschuhe und nimmt sich den Ball und legt ihn in seinen 5-Meter-Raum zurecht. Ja, beide Mannschaften unterschiedlich in die Saison gestartet. Während Viktoria Köln bei Waldhof Mannheim mit 1-3 verlor, holte Wien Wiesbaden am ersten Spieltag wenigstens einen Punkt gegen Borussia Dortmund. Ja, durch ein wirklich sehenswertes Tor von Per Nilsson, der nun, wie auch schon bereits vorher gesagt, in Belgien stürmt. Und jetzt ist Niklas Mai. Ah, da holt er wenigstens eine Ecke raus. Da holt er eine Ecke raus. Niklas Mai will Goppel ausspielen. Goppel hat enorm viel zu tun in der ersten Viertelstunde. Aber diesmal macht Goppel rechtzeitig seine Beine zu und der Ball trudelt ins Tor aus von Wien Wiesbaden und somit. Gibt es da ein kleines Abstimmungsproblem oder ist das eingespielt? Da stehen Philipp und Risse unmittelbar nebeneinander an der Eckfahne. Risse hat anscheinend das Sagen, weil er legt sich den Ball zurecht. Philipp läuft aber nicht wirklich weit weg. Goppel riecht den Braten und bleibt auch mal da. Auch Fakko steht da noch. Aber alle anderen stehen genau im Fünfer und genau da kommt der Ball auch rein. Aber eine Birne des Wien-Wiesbadener Abwehrspielers kann das Ding in erster Linie klären. Und jetzt Hollerbach treibt den Ball über die Mittellinie. Hollerbach immer noch findet Goppel auf der rechten Seite. Goppel hat super viel Platz. Nimmt sich Zeit, flankt dann und Ball kann ausgerechnet von Palacios rausgeköpft werden. Und dann kann Fritz den Ball behaupten und den Gegenangriff einleiten. Ah, der ist etwas zu gut gemeint. Langford kommt nicht ganz hinterher, als er die halbhohe Flanke in das Feld der Wiesbadener spielt. Und somit ist der Ball jetzt an Stritzel und es gibt einen neuen Angriff, der aufgebaut wird von unseren Gästen in Himmelblau. Ja, Höhe der Mittellinie. Morka spielt den Ball rein. Aber der Ball ging es aus, auch abseits angezeigt. Da kam der Spieler von Wien Wiesbaden nicht dran. Vor Block 11 ist der Ball jetzt gelandet. Torhüter Ben Voll nimmt den Ball auf. Ja, der hat ja im Interview gesagt, was man auch lesen kann im E-Viktorianer, dass er in erster Linie glücklich ist, endlich mal wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Er war davor bei Hansa Rostock, da kam er zu nicht vielen Einsätzen. Hier ist er jetzt die gesetzte Nummer 1. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seine Parade da nach dem Kopfball von Iredale, das hatte wirklich klasse.
Von daher freue ich mich, dass er hier wieder zwischen den Pfosten steht. War ja schon mal früher hier. Ja, wir haben auch eigentlich die beiden jüngsten Torhüter, glaube ich, der Liga. Wenn man sehen, Elias Börtner, der auch jetzt das zweite Jahr erst im Seniorenbereich ist und Ben Voll auch. Und du sagtest gerade, in Rostock hat er kaum gespielt, aber ja, da hat er natürlich auch eine super Nummer 1 vor sich gehabt. Ja, natürlich. Oh, schnell ausgeführter Freistoß. Goppel bringt die Flanke rein. Voll kann den Ball noch mit der Faust wegklären. Und dann ist es Korunkiewicz, der den ins Tor ausbringt. Jo, ist die zweite Ecke auf WN Wiesbaden. Da steht es unentschieden, 2-2 zwischen beiden Mannschaften. Und Wurz wird die Ecke von der Seite des Gästeblocks auf dem Stehplatz-Mittbereich hinten auf der rechten Seite ausführen. Das war gut gespielt von WN Wiesbaden. Der schnell, harmlos wirkende, ausgeführte Freistoß mitten aus dem Nirgendwo, ungefähr bei der Mittellinie, wird er super schnell auf den freilaufenden Goppel angespielt, der dann auch die Flanke an den 5-Meter-Raum bringt. Das war gefährlich. Jetzt kommt die Ecke rein von links. Ball flutscht durch. Oh, aber es ist Philipp, der die Pille zuerst mal rausschlagen kann. Jetzt ist viel durcheinander vor dem Strafraum der Viktoria. Ah, da hallt ein Schrei durch das Feld und es gibt Freistoß für WN Wiesbaden von der rechten Kante des 16ers. Ja, Florian Carstens wurde gefoult. Sehen zumindest die Wiesbadener so und auch Schiedsrichter Hempel. Wir haben jetzt ungefähr, na, was sagen wir, 20 Meter vom Tor? Ja, würde ich auch sagen. 20 Meter vom Tor. Rechts. Da stehen sie zu dritt. Da steht ein Brocker. Dann auch Wurz, der Kapitän. Aber beide entfernen sich. Anscheinend ist Etze bei den Wiesbadenern jetzt der Mann für die ruhenden Bälle. In der Mauer steht Philipp und Palacios, eigentlich unsere beiden kleinsten Männer. Ich hoffe, Voll hat da die richtigen ausgewählt. Etze geht 3, 4, 5, 6 Schritte zurück. Guckt sich die Situation an. Bringt den Ball direkt drauf. Voll entscheidet sich für Nummer sicher und faustet das Ding zurück. Jetzt der weitere Schuss von Wurz aus ungefähr 20 Metern zentral, aber der Ball geht links am Tor vorbei. Oh, es war Goppel, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, die WN Wiesbaden werden ein bisschen frecher. Das heißt also, sie suchen auch den Kontakt aufs Tor. Mhm. Und dieses unglaublich frühe Stehen. Voll legt sich den Ball hin und er sieht sofort, da sind 6, 7 Spieler der Wiesbadener auf nur 5 noch in der eigenen Hälfte verweilende Viktorianer. Somit ist er gezwungen, den weiten Ball zu spielen über die Mittellinie. Und Lankford gewinnt nicht das Kopfballduell, aber der Ball vom WN Wiesbadener geht ins Aus. Und so gibt es für Niklas May, unseren linken Verteidiger, Einwurf ungefähr von der Mittellinie, noch in der Hälfte der Viktoria. Er entscheidet sich, den Ball zurückzuwerfen zu Lars Dietz. Ja, der wird auf der Höhe des eigenen 16er steht er, spielt zurück auf Ben Voll. Ben Voll überlegt, was er machen kann. Er wird diesmal einen langen Ball machen, der ziemlich knapp über den Boden gespielt worden ist. Das war auch schon ein bisschen risikoreich gewesen. Robin Meister gerade am Ball, verliert den Ball. WN Wiesbaden über der Mittellinie im Angriff. Aber gerade kam Marcel Risse, kretscht den Ball ab. Ja, und jetzt Aufbau durch Moritz Fritz. Lankford verliert den Ball schon wieder. Aber die WN Wiesbadener können den Ball auch nicht unter Kontrolle kriegen. May spielt den Ball über die Mittellinie zu Philipp. Der geht zum Kopfballduell hoch, hat natürlich da keine Chance. WN Wiesbaden Höhe der Mittellinie den Ball und langsamer Spielaufbau von WN Wiesbaden. Brocker hat den Ball. Spielt auf Tafelshofer. Wieder Brocker am Ball. Knapp zur Mittellinie auf Goppel. Wurz. Aber Viktoria ist gerade im Zweikampf mit 2 Mann, mit Lars Dietz. Ja. Und der Lars Dietz, das macht er intelligent. Zeigt direkt an, hey, ich werde hier zum Fallen gebracht. Und Schiedsrichter Hempel steht einen halben Meter daneben und sagt auch sofort allen Wiesbadenern, die sich beschweren, nee. Der wurde gezogen und gehalten, sodass er nicht mehr an den Ball kommt. Und das ist schon richtig so. Freistoß schnell ausgeführt, Lars Dietz jetzt am Ball. Spielt auf seinen Innenverteidigerkollegen Gregor. Der findet Fritz im defensiven Mittelfeld, der wird angegangen und deswegen muss er zurückspielen. Gregor wird von Iredale angelaufen und so spielt er auch zurück zu Voll. Voll hat ein bisschen Platz, hat er auch eine Idee. Entscheidet sich mit einem weiten Ball über die Mittellinie und der landet bei Palacios. Palacios zu Lankford. Spielt zurück zu Palacios und der mit dem Laufpass, ich glaube zu Risse, aber dieser Ball war einfach zu unkoordiniert. Ja. Also wenn die Viktoria sich den Gedanken gemacht hat, mit Kurzpassspiel das Abwehrsystem der WN Wiesbadener zu überbrücken, dann sehen sie sich hier zumindest in den ersten 20 Minuten eines Besseren belehrt. So einfach geht das nicht. Außer die eine schöne Aktion, die leider wahrscheinlich aufgrund von nicht zutreffendem Abseits abgepfiffen wurde.
Jetzt aber vielleicht noch. Palacios schießt auf Philipp. Philipp in der Hälfte. Der Wien Wiesbadener findet Langford, der bereits schon die Abwehrlinie hinterlaufen hatte. Aber in letzter Sekunde kommt ein Kopf vom SVWW dagegen und der Gegenangriff ausgerufen. Koronkiewicz im Laufduell mit Tafazhofer. Oh. Dietz vergrätscht sich. Und somit ist Tafazhofer, der an dem Ball... Ach, ist das überhaupt Tafazhofer? Nein, das ist Hollerbach. Entschuldigung, Hollerbach. Ja. Also den kann man an der Frisur wirklich erkennen. Ja, Entschuldigung. Aber Koronkiewicz kann Hollerbach den Ball ablaufen. Ja, Sontheimer hat die 6 heute. Das heißt, ich möchte den Jakob jetzt ungern... Entschuldigung. Palacio spielt gar nicht. Aber das ist ja kein Problem. So, wir haben jetzt genau gespielt. 21 Minuten im Höhenberger Sportpark. Immer noch 0-0 zwischen beiden Mannschaften. Bisher sehen wir eigentlich ein flottes Spiel, was drauf und runter geht. Also wie gesagt, wird nicht groß aufgehalten im Mittelkreis. Jetzt hat Goppel den Ball, spielt den Ball rein, aber abgefangen der Viktoria. Jetzt hat am Ball Robin Meister, spielt den Ball auf Philipp. Über die Mittellinie, schade. Wenn Philipp jetzt durchgegangen wäre, hätte er schon Platz auf dem freien Bahn aufs Tor gehabt. Ja, aber Carstens hat sich den ausgeguckt und genau im richtigen Moment seinen Fuß dazwischen gehalten. Jetzt ist es auf der rechten Seite Goppel. Goppel gegen Mai. Jetzt zieht er Mai vorbei und spielt die Flanke, aber Mai kann im richtigen Moment noch den Fuß hochreißen und kann den Ball unter sich begraben, ausmachen und somit auf Langford spielt. Langford spielt auf Sonti. Sonti will Meißner anspielen, aber der Ball ist zu kurz. Und so ist es Goppel und Goppel hat diesmal richtig Platz. Dringt jetzt in den Strafraum ein, aus spitzem Winkel spielt er den Pass. Erster wird abgefangen, zweiter kommt auch. Und meine Güte, Hollerbach steigt hoch zum Kopfball. Bringt das Ding runter auf die Linie. Aber Ben Voll ist in der richtigen Sekunde abgetaucht und kann diese Kugel, die links neben ihm einzuschlagen drohte, dingfest machen. Es gibt Standing Ovations hier. Aus dem 5-Meter-Raum den Kopfball zu halten. Selbst Olaf Janssen hast du ja gerade gesehen. Ja. Der voll respektvoll. Ja, Alter. Spätestens jetzt hat man gesehen, dass Ben Voll die würdige Nummer 1 ist heute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir, also eigentlich schon 2 Dinger, die er hier aus kürzester Distanz entschärft. Ja, jetzt gerade ein Foul von Sontheimer an Tafazhofer, etwa 30 Meter vom Tor. Und Tafazhofer krümmt sich immer am Platz. Jetzt kommt Mofka mit dazu, der diskutiert, warum gibt es da keine gelbe Karte dafür. Der Kamerad ist nur schwerer verletzt. Aber wir sehen jetzt auch noch keinen Betreuer am Platz laufen. Scheinbar hat Schiedsrichter Hempel was dagegen. Er sagt, komm, steh mal auf, Tafazhofer. Finde ich eigentlich auch interessant. Ich meine, der liegt jetzt echt auch schon ein paar Sekunden. Ich meine, ist zwar schönes Wetter, aber ich meine, ich glaube auch, dass Tafazhofer auch Schmerzen hat. Also so ist es ja nicht halt, aber das, der ist kein Betreuer am Platz. Ja, finde ich auch. Wie viele Minuten haben wir gespielt jetzt mittlerweile? Ja, wir haben jetzt gespielt 23 Spielminuten im Höhenberger Sportpark. Okay, also ich würde sagen, leichte Vorteile leider für die Gäste, aber sie finden bisher immer ihren Meister in unserem Schlussmann. Ja, wir hatten ja am Anfang diese Riesenchance auch gehabt für die Viktoria. Ja, aber von den Chancen her muss man dazu sagen, Wien Wiesbadener langsam näher am 1-0 als die Viktoria. So, Freistoß für Wien Wiesbaden, etwa 30 Meter vor dem Tor, ziemlich mittig. Also zu weit, um aufs Tor zu schießen. Der Ball geht rein von Wurz. Gestochen im Strafraum der Höhenberger, aber keine Gefahr. Marcel Risse könnte den Ball noch bekommen vor der Außenlinie, das hat er auch. Aber Hollerbach ist im Zweikampf mit Marcel Risse. Risse kann den Ball nicht sauber spielen. Der Ball geht in den Strafraum rein, wieder oder in die Hälfte näher gesagt. Nicht in den Strafraum, die Hälfte der Wien Wiesbadener. Die fliegen auch jetzt zurück auf Florian Stritzel. Und der SVWW baut seinen nächsten Angriff auf. Mit einem weiten Ball von Carstens auf Goppel. Der legt direkt weiter mit dem Kopf auf Wurz. Ah, Wurz zwingt Gregor zu einer Grätsche und Gregor kriegt gelb. Ja, Gregor sagt, er hätte den Ball noch berührt, aber von mir sah es auch so aus, dass Gregor den Ball nicht berührt hatte. Also schon gerechtfertigt. Ja. War natürlich blöd gewesen, dass Mai den Ball unterlaufen hatte und den nicht klären konnte. Und dadurch musste Gregor halt zur Grätsche ansetzen. Ja, Goppel hat halt schnell geschaltet und gesehen, für mich kommt der Ball ein bisschen zu spitz. Aber wenn ich mich mit dem Kopf noch rantraue, dann kann ich vielleicht für den nächsten vorlegen. Und genauso ist dann passiert. Somit gibt es jetzt Einwurf, ich würde sagen, 10 Meter vor dem Tor. Freistoß. Freistoß, 10 Meter vor dem Tor der Viktoria von der rechten Seite von Wien Wiesbaden aus gesehen. Ein Mannmauer mit Sontheimer. Ja. Ist auch nicht gerade der größte, also, der da steht. Ja, da positionieren sich viele am zweiten Pfosten. Wien Wiesbaden in Himmelblau. Was haben sie diesmal vor? Erzähl, läuft an.
Oh, und trifft direkt Sonti. Der geht zu Boden, kann aber direkt auch wieder aufstehen. Es gibt Ecke. Ich hoffe, der hat heute Abend nichts mehr vor. Kam der Ball dahin? Ich hatte den Blick an der zwei am zweiten Posten. Ja, ich hatte den Blick leider da woanders hin, ja. Aber er steht wieder. Er steht super schnell wieder. Ah, jetzt sind da auch die Arme hoch. Doch, doch. Der Schmerz kommt manchmal zeitversetzt. So, Ecke für Wien Wiesbaden ist jetzt die dritte. Johannes Wurz wird die Ecke ausführen. Also mal kein Runderball von Ed C. Aber alles steht im 5-Meter-Raum mit der Viktoria. Vorhin war es gewesen, Höhe des 11-Meter-Punkts war eine Rudelbildung von 7-8 Mann gewesen. Und diesmal ist ein anderes System, was Wien-Wiesbaden bevorzugt. Alle im 5-Meter-Raum, wenn man so sieht. Es gibt gerade mal 4 Spieler, die da nicht drin stehen. Das wird jetzt ein ganz schönes, enges Höschen dahin. Kuddelmuddel, Ben Voll hüpft auf der Stelle, wahrscheinlich um auch ein bisschen besser den Überblick zu bewahren. Wurz hebt den linken Arm. Ball kommt knapp davor. Risse, nee, Dietz kann in erster Instanz rausköpfen. Wurz köpft nochmal rein. Eine Kopfballstattfette. Abseits. Okay. Abseits wird nicht angezeigt, aber... Wer stand da wieder? Ben Voll. Super. Ben Voll schon mit seiner dritten Prachtparade heute. Diesmal war es eine Kopfballstaffette von Wien Wiesbaden, die an seinem Fünfer gelandet ist. Und gerade als einer einschieben wollte mit dem Fuß, kommt er raus und reißt nicht nur die Arme hoch und kann damit den Ball entschärfen, sondern reißt auch noch seinen Gegenspieler um. Oh Mann, die Viktoria probiert es wieder über Klein und wieder verlieren sie den Ball. Das ist Hollerbach. Hollerbach ringt in den Strafraum ein, legt ab. Schuss kommt. Aber Iredale ist kein Nilsson. Ja, aber das ist ja wieder das, was wir schon vorhin mehrmals angesprochen haben. Dieses Klein-Klein bringt manchmal wirklich nichts. Also wenn man es sauber spielt, vielleicht. Aber das war schon zum wiederholten Mal, was ein bisschen gefährlicher war. Ich finde auch, das ist einfach gefährlich. Greger wieder im Laufduell gegen Iredale, muss abdrehen, Voll wird angegangen. Palacio wird angegangen. Jungs, was soll das? Ballverlust. Iredale kann einschieben, ist schon an Voll vorbei. Aber Dietz klärt auf der Linie. Oh, jetzt Greger, bitte einfach nur hoch und weit raus. Meine Güte. Sie spielen den Ball nicht weit raus. Nein, sie spielen den Ball nicht hoch und weit raus. Jetzt hat Langford den Ball, wird angegangen von zwei Mann in der eigenen Hälfte, verliert den Ball und somit kommt der nächste Angriff. Wurz jetzt, Wurz gegen Greger. Ah, der läuft zentral, steht kurz vorm Strafraum, legt aber zurück auf Carstens. Carstens spielt links raus auf Gülayan. Gülayan zu Exe. Korunkiewicz greift Exe nicht an, wartet, bis der ins Laufduell gehen will und nimmt ihm dann den Ball ab. Aber was machst du jetzt, Paco? Paco verliert den Ball, als er ihn wegschlagen will. Mai kriegt jetzt den Ball im Strafraum, hat Platz und endlich schlägt mal jemand hier diese Pille raus. Wenigstens eine Sekunde dafür, dass die Viktoria sich neu formieren kann. Aber schon wieder Wien Wiesbaden. Mit dem Ball in der Hälfte der Viktoria. Laufpass auf Goppel. Chris Greger will den Ball klären, spielt ihn aber zum Gegenspieler. Wurz will durchstecken, kann durchstecken zu Iredale. Aber da ist gerade noch der Fuß von Dietz davor. Mein Gott, Wien Wiesbaden kann hier eigentlich machen, was sie wollen in zur Zeit, oder? Ja, das Spiel läuft jetzt in der 28. Spielminute und es läuft komplett in eine völlig falsche Richtung. Ja. Also Wien Wiesbaden, muss man ganz fair sagen, hat eigentlich auch das 1-0 schon verdient. Die letzten Situationen waren schon sehr gefährlich gewesen. Und die Probleme halt hat die Viktoria hinten in der Abwehr, indem sie den kurzen Spielaufbau wählt und den Ball nicht einfach mal rausknallt. Das war mal nicht so schön, aber dann geht man auf die Nummer sichere Seite halt. Sonti, in seiner Manier, wie er so ist, kann hier einen Ball festmachen, aber er spielt ihn zu Langford und Langford will sofort Meissner anspielen, aber der Ball bleibt hängen bei Carstens. Carstens macht da in der Innenverteidigung ein super Spiel für die Wien Wiesbaden heute, muss man leider sagen. Der Ball ist mittlerweile gelandet bei Exe. Das ist die linke Seite. Ungefähr 40 Meter, bevor es aufs Tor der Viktoria geht, gibt er jetzt ab an Hollerbach. Hollerbach mit einem Doppelpass, aber Niklas Mai kann die Pille für kurze Zeit behaupten. Und auch als er sie an Goppel verliert, kann er sie von Goppel wiederholen. Was machst du jetzt, Niklas? Ah, scheitert in der ersten Instanz, aber Ball geht an Philipp. Und Philipp spielt auf Meissner. Meissner schüttelt sein Gegenüber ab. Und der Ball geht ins Aus. Oh. Ja, er war in der Außenlinie gelaufen, hat den Ball leider nicht unter Kontrolle bekommen. Und dadurch ging der Ball leider ins Aus. Aber das war wunderschön, ja, wie er mit der Körpertäuschung. Ja, das wäre eine schöne Entlastung auch gewesen halt für die Viktoria. Ja, und du hast recht. Tja, Einwurf für Wien Wiesbaden in der eigenen Hälfte. Auf Höhe der Haupttribüne. Meier kämpft sich den Ball wieder auf Langford. Langford spielt einen Doppelpass mit Robin Meissner. Robin Meissner argumentiert, das wäre ein Handspiel gewesen. Aber da soll er mal nicht argumentieren, er soll einfach weiterspielen. Mhm. Weil das bringt ja auch nichts. Dadurch hat Wien Wiesbaden den Ball jetzt wieder bekommen. Oh. Ja. Ein Laufduell zwischen Paco und Hollerbach. Ja, Hollerbach lässt die Hände nicht bei sich und schießt sich der Hempel pfeift Freischuss für Viktoria Köln. Ja,
in Höhe des Mittelkreises argumentieren, aber die Wien Wiesbaden, hier wäre schon vorher ein Foul passiert, aber Schiedsrichter Schempel sagt, nee, Jungs, da war alles schon okay gewesen und so hat die Viktoria jetzt einen Freistoß. Höhe des eigenen 16ers auf der gegenüberliegenden Seite der Haupttribüne, auf der Seite, wo die, ja, sagen wir mal, 100 Wien Wiesbadener Fans stehen, sind 100. Ja, viele von denen oben ohne, muss man auch nicht gesehen haben. Wir haben mit Blondschopf Lars Dietz jetzt jemanden am ruhenden Ball stehen, der seine Jungs dazu antreibt, nach vorne zu gehen. Und jetzt kommt der weite Ball von ihm. Hoch und weit ins Feld der Wiesbadener. Die Wiesbadener können in erster Instanz klären. Moritz Fritz kriegt die Kugel, muss hinterher grätschen, damit er sie behaupten kann. Ball geht über Lenkfort an Niklas May. Und der dringt jetzt ein in die Hälfte der Wien Wiesbadener. Muss aber abdrehen, geht zurück in die Hälfte der Viktoria. Und so spielt er auf seinen Innenverteidiger Greger. Der spielt auf Moritz Fritz ohne Raumgewinn. Der spielt rüber auf rechts zu Lars Dietz. Ball kommt zurück zu Fritz. Und dann über Greger auf May. Der hat ein bisschen Platz. Goppel kommt angelaufen. Aber Lenkfort hat sich auch schön in Szene gesetzt und wird von Niklas May angespielt. Lenkfort kann sein Gegenüber abschütteln und schickt Philipp. Aber in letzter Instanz kann dann doch ein Wien Wiesbadener diesen Angriff unterbinden. Jetzt kommt der Ball zu Risse. Risse hat Platz. Risse schießt. Zentral aufs Tor. 1,5 Meter zu hoch. Aber wenigstens mal ein Abschluss der Viktoria. Ja, nach langer Zeit wieder. Wir haben jetzt die 31. Spielminute. Ich habe gefühlt, die ersten 5 Minuten hat man diese super Chance gehabt vorhin. Und seitdem ist nicht mehr viel passiert auf der Seite vom Wiener Tor. Also Florian Stritzel hat eigentlich bisher einen sehr ruhigen Nachmittag in letzter Zeit. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ein Mittel, aus der zweiten Reihe mal zu schießen, wenn man nicht aufs gegnerische Tor kommt. Ja. Wien Wiesbaden schlägt den Ball hoch und weit aus ihrer eigenen Hälfte. Lars Dietz ist mit der Birne dran und kann das Ding ins Aus köpfen. Exe von der Mittellinie mit dem Einwurf spielt zurück auf Tafershofer. Da findet Carstens das Herzstück der Dreierabwehrkette. Und so kommt der Ball zu Hollerbach. Hollerbach verpasst, aber Iredale ist dran, schließt ab. Aber die Fahne ist davor schon oben und Schiedsrichter Hempel zeigt an, das war abseits. Interessant war die Entstehung der Geschichte gewesen. Hollerbach sollte eigentlich den Ball bekommen, fällt halbwegs über sich selber. Und dadurch ist der Ball so gefährlich gewesen, dass die Wien Wiesbadener überhaupt zum Angriff kamen. Aber wie gesagt, abseits von Schiedsrichter Hempel gepfiffen. Viktoria macht den kurzen Spielaufbau wieder, den wir alle so lieben hier. Ben Voll spielt den Ball jetzt lang raus, nachdem Chris Gregor ihn wieder angespielt hat. Ja, über die Mittellinie drüber, Philipp allein aufs Tor. Aber Torhüter Striezel hat den Ball vorher abgefangen. Ja, jetzt wieder am eigenen Hälfte die Viktoria. Lars Dietz auf Chris Gregor. Chris Gregor schaut, wen er anspielen kann. May an der Außenseite zeigt an, mich kannst du anspielen. Chris Gregor spielt auf Lenkfort, der wieder auf May. Wir gehen überqueren jetzt langsamer die Mittellinie auf Seite der Haupttribüne. May spielt wieder zurück auf Chris Gregor. Olaf Janssen sagt, hast du gut gemacht, hat auch gerade geklatscht. Lars Dietz hat den Ball angelaufen von Hollerbach, spielt auf Paco rüber. Paco, ja, Paco gegen zwei, gewinnt das Laufduell gegen Exe, spielt im richtigen Moment auf Sontheimer. Sontheimer hat ein bisschen Platz, könnte Risse anspielen auf der rechten Seite. Tut das jetzt auch. Risse kann den Kopf hochnehmen, sieht Meißner starten. Ball ist ein bisschen zu weit für Meißner. Der ist aber auch gedeckt von zwei Mann. Und einer nimmt mit der Brust den Ball an, sodass der auf Stritzel abtropft und der Torhüter kann den Ball aufnehmen und leitet den nächsten Angriff der Himmelblauen ein. Unserer Gäste von Goppel, rechte Seite. Ich glaube, auf Wien Wiesbaden ist eine Mannschaft, die auch sehr unterschätzt wird. Die ist nicht gerade attraktiv, aber die spielt immer eine gute Rolle in der dritten Liga halt. Mm-hmm. Und man kann auch mit denen eigentlich auch Außenseiterchancen rechnen, dass sie wieder hochkommen wollen. Das ist auch das Ziel von Wien Wiesbaden, immer mal wieder aufzusteigen. Ja, dieses Mal haben sie es nicht so offensiv aufgegeben wie in den letzten 2 Jahren. Aber natürlich wollen sie dahin, wo sie vor 3 Jahren abgestiegen sind. Und das war die zweite Liga. Oh. Ja, Handspiel von Paco Korunkiewicz, stimmt. Und es gibt auch die gelbe Karte für Paco. Okay. Ja, das war jetzt nicht so stark Absicht gewesen von Paco. Nee, aber ich hätte auch nicht gesagt, dass es gelb ist, aber anscheinend hat Schiri Hempel da eine Absicht gesehen. Ja. Und somit gibt es Freistoß, 40 Meter vorm Kasten der Viktoria, halb links. In der 35. Spielminute. Wir haben es euch schon öfters mal erklärt, warum wir so oft die Uhrzeit sagen. Wir haben auch Leute im Stadion, die das Spiel hier sich anschauen. Und denen geben wir die Möglichkeit zu sagen, wie viel die Spielminute es ist. Tja, Schiedsrichter Hempel schnappt sich jetzt Paco. Paco war wohl nicht zufrieden gewesen mit der gelben Karte, war im Diskutiermodus. Jetzt wird der Freistoß ausgeführt von Wien Wiesbaden. Wird kurz ausgeführt und zurück in die eigene Hälfte gebracht über Güleyen. Der spielt auf Stritzel. Stritzel, der in Signal gelb angezogen ist von Kopf bis Fuß.
bringt den Ball hoch und weit in die Hälfte der Viktoria. Und dort kann Marcel Risse das Ding festmachen. Ah, will auch Philipp spielen. Aber Güleyen hat den Braten gerochen, der Außenverteidiger der WN Wiesbadener, und kann die Kugel behaupten. Und jetzt ist es Taffertshofer, der den Ball zu Wurz treibt, aber Mai hat sein Bein dazwischen. Mai, finde ich, macht ein ordentliches Spiel heute. Ist bissig, ist giftig, kann hier Taffertshofer angehen. Zieht zwar das Foul. Und jetzt holt er sich gelb ab. Ah, das war natürlich unnötig. Taffertshofer hatte sich den Ball vorgelegt, um den Freistoß auszuführen. Niklas Mai hat in der Sekunde anscheinend gedacht, der Ball wurde ihm von ihm schon mit dem Fuß berührt und ist mit ihm losgelaufen. Hempel sagt, der Ball war noch nicht freigegeben, und Schiri Hempel hat hier das letzte Wort. Und somit gibt es Gelb nun auch für Niklas Mai. Ja, das ist die dritte gelbe Karte für die Viktoria, alles hinter dem hinteren Abwehrbereich. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, Mai hat das sehr gut gemacht eigentlich mit Taffertshofer. Nur eine Situation war zu viel gewesen, wie der Taffertshofer den Ball spielen wollte. Dann hat sich Mai nochmal aufgebaut. Das war dann ja, eine Aktion zu viel. Das war unnötig, weil jetzt hat er halt als Außenverteidiger Gelb. Und das nimmt ihm natürlich Möglichkeiten. Ball wurde hoch und weit reingespielt. Dietz kann ihn hoch und weit wieder rausspielen. Und wer kriegt hier im Durcheinander die Übersicht? Philipp wird hier gehalten und es gibt Freistoß für unsere Viktoria in der eigenen Hälfte, kurz vorm Anschlusskreis. Spiel wirkt jetzt mit fortlaufender Zeit ein bisschen zerfahren, nicht wahr? Ja. Die Viktoria im Ballbesitz mit Greger auf der Außen. Boah! Jawohl. Der spielt Mai an. Das ist kein Foul, obwohl Mai sich rollt und das echt brutal aussah. Jetzt Goppel, der Verursacher von seinem Sturz, mit der Flanke. Hollerbach kommt nicht ganz mit seinem Kopf an den Ball. Der Ball ist aber immer noch in den Reihen der WN Wiesbadener. XC will die nächste Flanke reinbringen, bleibt am Rücken von Paco Koronkiewicz hängen und es gibt Ecke. Das ist jetzt die vierte für WN Wiesbaden. Ja, mich wundert, schießt Schempel gerade, dass das Foul nicht gepfiffen hat. Für uns beide sah es halt aus wie ein Foul. Das sah brutal aus. Das war ja kurz vor der Trainerbank gewesen halt. Ja. Mai war zwar sehr schnell wieder auf den Beinen, aber das mag ja nichts heißen. Ne? Du kannst ja auch wieder loslaufen, ja, wenn du Adrenalin im Blut hast. Da haben wir schon oft genug darüber diskutiert, dass Spieler von leichtesten Berührungen stundenlang liegen bleiben. Und wenn du gar nicht fällst, auch im Strafraum nicht fällst, wenn du angegangen wirst, gibt es halt keinen Elfer und keinen Freistoß. Das ist eine Diskussion, die wir schon oft genug geführt haben. Ja, Ecke diesmal nicht durch EC. Nee, Wurz ist es. Der Kapitän. Und wieder die Rudelbildung schön im 5-Meter-Raum. Diesmal vorvoll am ersten Pfosten. Ja. Sehr kreativ, was die WN Wiesbaden also machen. Ah, da. Oh, da gibt es Kuddelmuddel. Und im Endeffekt ist es Mofka, glaube ich, war es gewesen. Ist es Mofka? Ich glaube, das ist Güleyen. Ja, das ist die Nummer 3. Güleyen kriegt im Kuddelmuddel als erster sein Fuß, die Nummer 3 da. Okay, ich hätte gesagt, der 10 hat das Ding gemacht. Gut, ist auch egal. Fakt war, es war wieder ein Schuss aus der zweiten Reihe gewesen. Da alle Leute vor dem Volk stehen, hat immer die Möglichkeit, nur mit einer Faust wegzuhauen. Und dann kommen die Bälle natürlich aus der zweiten Reihe dann. Und das ist natürlich gefährlich. Ja, viel Durcheinander am Strafraum der Viktoria. Und erneut ist es einfach Glück, dass der Schuss am Schluss von Wiesbaden über das Tor geht. Jetzt aber, der Ball wieder im Spiel. Langford sieht sich gegen zwei, probiert den Mittelweg, schafft es nicht ganz. Aber Carstens, der jetzt als Innenverteidiger den Ball hat, der WN Wiesbadener, auch er hat ein Problem, den Ball herauszukriegen. Schafft es aber. Jetzt der Ball bei XC. Der spielt in den Strafraum und Niklas Mai kann den Ball wegköpfen, bevor Hollerbach einschussbereit ist. Der Ball aber wieder in den Reihen von WN Wiesbaden. Niklas Mai, erneut kann er einen Angriff unterbinden, spielt auf Langford. Langford heute ein wenig im Pech. Ah, nicht nur kann er den Ball zuerst nicht behaupten, sondern dann fällt auch noch Wurz nach Berührung mit ihm und Schiri Hempel sagt, das ist genug dafür, dass es hier aus 35 Metern zentrale Position einen Freistoß für WN Wiesbaden gibt. 39. Spielminute im Sportpark Hömberg, weiterhin 0:0, Freistoß für WN Wiesbaden. EC ist wieder mit am Ball. Ich würde sagen, naja, gut, 30, 35 Meter vom Tor. Von Ben Voll gehütet, von Viktoria Köln. EC steht diesmal alleine am Ball. Was meinst du, versucht er drauf zu hämmern? Nee. Ist zu weit, ne? Obwohl, hast du 40 Minuten schon gespielt. Kannst du auch einfach mal probieren. Das probiert er. Und aber Ben Voll sagt, Dankeschön, dieser Ball gehört in meine Hände. Und er will das Spiel schnell machen. Spielt, wirft ab auf Risse. Risse wird angegangen, spielt eine Flanke, bevor der Zweikampf richtig losgehen kann. Die wird in der ersten Instanz abgefangen. Aber Paco Koronkiewicz kriegt den Ball an Sontheimer. Sontheimer zurück auf Risse, der ist mittlerweile an der Mittelfeldlinie. Spielt zurück auf Sontheimer. Sontheimer kriegt Besuch von zwei Mann und verliert den Ball an Hollerbach. Hollerbach macht sich auf und davon in der Hälfte der Viktoria. Aber Chris Greger hat seinen Passversuch gerochen und kann sein Bein dazwischenstellen. Allerdings Wiesbaden immer noch in Angriffshaltung. Hollerbach. Ah, gegen Fritz und Mai ist es einer zu viel.
Mai kann den Ball behaupten, aber sein weiter Klärungsversuch landet im Seitenaus. Ja, das Hauptproblem ist, wie schon in Mannheim, die Offensive halt. Es kommt nach vorne wenig. Letzte Woche hatten wir halt noch sehr viele Ausfälle gehabt, aber zumindest ist ja jetzt wieder Marcel Risse wieder zurück. Wir haben auch den Robin Meister einen Stürmer. Aber ich muss auch zu sagen, das Spiel läuft heute an Marcel Risse komplett vorbei. Ja, bisher ist da nicht viel zu sehen. Jakobsen von Wien Wiesbaden jetzt mal am Ball, spielt auf Iredale kurz vor der Strafraumkante, aber der Ball kann geklärt werden. Ist jetzt bei Langford. Langford sucht Meißner jedes Mal mit seinem Pass, aber Meißner hat echt Probleme mit Carstens, da mal einen Schritt weg von dem Innenverteidiger zu kommen, der Wiesbadener. Und somit haben die himmelblauen Gäste mal wieder die Pille. Bewegt sich zurzeit in der Hälfte der Wiesbadener, jetzt im Brocker, spielt einen Diagonalball rüber zu Exe. Ball geht ins Seitenaus. Schiri Hempel sagt, der gehört der Viktoria. Und so haben die Hausherren in Rot-Schwarz gestreift. Einwurf. Paco steht da. Unser guter Koronkiewicz spielt auf Sonti, der sofort Volley ins andere Feld schießt. Und dort kommt die Pille zu Philipp. Und Philipp wird zwar in erster Instanz geblockt, aber kann den Ball noch behaupten. Jetzt kommt er zum, gibt er ab zu Mai. Mai gegen zwei, zu Spiel zurück zu Philipp. Philipp, trau dich noch mal was. Nein, er traut sich nichts. Er denkt, er ahnt, glaube ich, Risse. Aber er hat Risse verwechselt mit Exe. Und somit hat jetzt wieder die Wiesbadener den Ball. Die vertändeln den aber auch. Und der Ball geht ins Aus. Es gibt Einwurf für die Viktoria. Ja, das war eine gute Situation eigentlich für Philipp gewesen, aus der zweiten Reihe mal drauf zu schießen. Hat natürlich vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen. Hat zwar lieber den sicheren Ball zu Risse gesucht. Nur Risse stand da leider nicht, wie du gerade schon so richtig erklärt hattest. Viktoria am Ball mit Sontheimer. Und Einwurf für Wien Wiesbadener. Starker Körpereinsatz des Spielers von Wien Wiesbaden gegen Sontheimer und der spielt den Ball damit ins Aus. EC hat den Ball, der spielt auch vorne und hinten überall, wie ich am Anfang schon bei Goppel und bei Wurz sagte. Auch ein sehr präsenter Spieler heute. Einwurf auf Hollerbach. Hollerbach spielt den Ball zurück auf Taffertshofer. Jetzt ist EC am Ball. Der macht einen Seitenwechsel auf die Seite der Haupttribüne. Goppel am Ball. Entscheidet sich, den mal langsam spielen. Die Wien Wiesbaden bauen jetzt langsam von hinten auf, in der eigenen Hälfte. Um dann den Ball schnell nach vorne zu spielen, wo eigentlich die Viktoria klären sollte. Oh. Aber davon abgesehen, es war wieder kein Absatz gewesen. Also Chris Krieger stand auf jeden Fall hinter dem Spieler von Wien Wiesbaden. Also es kann kein Absatz gewesen sein. Ja, fand ich auch ein bisschen seltsam. Aber will ich gar nicht weiter drüber nachdenken, denn es waren zwei Viktorianer gegen den Stürmer vom SV Wien Wiesbaden, Iredale. Und Iredale war drauf und dran, beide auszunehmen. An einem war er schon vorbei. Von daher nehme ich dieses Abseits dankend an. Vielleicht ist es ja auch ausgleichende Gerechtigkeit. Lars Dietz wird angegangen von Hollerbach. Spiel zurück zu Ben Voll. Der Keeper schiebt rechts raus auf Moritz Fritz. Der zurück auf Lars Dietz. Der zurück auf Ben Voll. Ben Voll. Oh, mit einem flachen Pass zu Sonti, 40 Meter weit. Und das hatten die Wien Wiesbadener nicht erwartet. Sonti nach einem Doppelpass mit Philipp sucht der Meißner an der Spitze. Aber erneut ist es Carstens, der da den Ball dazwischen gehen kann. Also die Direktive ist auf jeden Fall klar geworden. Alles geht auf Meißner im letzten Stück. Sonti mit dem nächsten Laufpass auf Langford. Langford hat drei Mann gegen sich, muss zurückspielen auf Sonti. Der Ball war zu ungenau und somit kann Sonti den Ball nicht erreichen. Boah, es ist... Gregor hat schon gelb, ne? Gregor hat schon gelb, wird von Niklas Mai, seinem eigenen Mann, in Goppel ge... Oh, oh. Das gibt gelb-rot. Wenn er jetzt Chris Gregor sich nimmt, ist gelb-rot. Und das in der 44. Spielminute. Völlig unnötig. Ja, gelb-rot, Chris Gregor. Oh nein. 44. Spielminute, gelb-rot für Chris Gregor. Was ich vorhin auch ansagte, dass unsere ganze Abwehr hinten schon mit gelb belastet ist. Und das war wirklich absolute unnütze Geschichte jetzt gerade. An der Außenlinie. Das war wirklich unglücklich. Es waren zwei Mann von uns gewesen. Ja, es waren Niklas Mai und Christoph Gregor, die mit Goppel im Duell sind. Und jeder von den beiden Viktorianer hätte es wahrscheinlich mit Goppel aufnehmen können. Aber beide zusammen, da schiebt der Mai den Gregor in den Goppel, der daraufhin fällt. Und weil Gregor bereits schon gelb verwarnt ist, kriegt er hier die gelb-rote Karte, weil er einen Angriff unterbindet. Ah, Piri Hempel. Das ist eine harte Hand, die er da fährt. Na gut, im Endeffekt hätte es Mai gemacht, wäre er auch vom Platz geflogen. Auch hast du auch recht. Also das ist jetzt hast sehr unglücklich gelaufen. Sehr hätte unglücklich. Man auch sagen können, hey, ist die 44. Spielminute, letzte Verwarnung für euch beide. Aber ich bin nicht Schiedsrichter, ich bin nur Kommentator. Wurz bringt jetzt diesen Ball rein. 11 Wiesbadener gegen 10 Viktorianer.
Was wird hier wohl als nächstes passieren? Ein Schuss Möglichkeit für Iredale. Im zweiten Versuch. Der Ball geht rechts am Dreiangel vorbei. Da muss man wieder tief durchatmen als Viktorianer. So. Keine Nachspielzeit, pünktlich abpfeifen. Schiri Hempel hat genug gesehen und man hört es. Kaum jemand applaudiert hier auf den Rängen. Das war eine denkwürdige erste Hälfte. Ja, Viktoria nur noch zu zehnt. Der Gegner hatte wirklich Chancen und auch wenn er nicht die ganze Zeit überlegen war, gefährlicher war er allemal. Ja, verdient hätten es auf jeden Fall gehabt wie in Wiesbaden. Und ja, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause. Freunde, für euch, die am Dienstag nach Essen fahren wollt, ich habe mit Heike Weißweiler nochmal gerade gesprochen. Der Fanbus fährt ab 16.30 Uhr, vor ist Treffpunkt 16 Uhr. Meldet euch kräftig an nach Essen. Der sicherste und der schnellste Weg, wie ihr nach Essen kommt, ist mit dem Fanbus. Ja, Anmeldungen halt, wenn ihr die Telefonnummer von Heike habt, per WhatsApp, per SMS. Sonst geht ihr bitte auf die Seite von Viktoria Köln. Da steht alles drin oder schreibt eine E-Mail an fanbeauftragter@viktoria1904.de. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht auch in Essen. Wir werden das Spiel natürlich auch im Fußballradio Schelsig wieder übertragen. Diesmal wird es, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, sein, der Chris und der Henrik. Oh, das hast du im Kopf? Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall im Blog angucken und da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt auch eine heiße Kiste an der Hafenstraße. Boah, also ich meine, da hat man noch gedacht, ach, die dritte Liga, wenn da so Hochkaräter wie Kaiserslautern die Liga verlassen, ist das überhaupt eine geile dritte Liga-Saison in der nächsten? Und dann kriegt man so Aufsteiger wie Essen. Also das nehme ich jeden Tag gerne. Ja, die Essener ist auch unser alter Rivale aus der Regionalliga gewesen. Jawohl. Da waren immer heiße Kisten gewesen halt. Ja. Da habe ich schon alles erlebt. Spielabbrüche, dann wieder, ja genau, in den 80er Jahren wurde einmal ein Spieler von uns niedergestreckt, das Spiel wurde abgepfiffen, dann auf Druck der Polizei und des Verbandes wurde, musste unsere Mannschaft wieder raus im Stand von 1-1, das war damals René Bayer gewesen. Dann haben wir nachher noch 2-1 verloren und statt die Punkte am Grund dicht zu bekommen, wer hat das Spiel nachher gewonnen? Die Essener. Also habe ich schon viel erlebt in Essen und ich bin gespannt, was uns am Dienstag erlebt. Dienstag 19 Uhr ist das nächste Spiel. Und nächste Woche Samstag ist das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Auch ein schönes das Spiel. Das wird auch fett. Also wer da noch kein Ticket hat, besorgt euch eins. Es ist auf jeden Fall, noch gibt es welche Karten, aber da sind auch schon einige weggegangen. Bei der Viktoria ist einiges neu in dieser Saison. Nicht nur haben wir ein neues schickes VIP-Zelt und neue Schalensitze, sondern wir haben auch ein digitales Stadionmagazin. Das heißt, ihr könnt euch das Stadionmagazin, wenn ihr gerade zuhört und ihr wollt noch additionale Informationen haben zur Viktoria und was alles so geschehen ist mit Trainingslagerfotos, mit Saisoneröffnungsbericht und habt da nicht gesehen, was es noch so alles gibt im neuen Stadionmagazin, wie zum Beispiel ein Gegnercheck, die Landkarte der dritten Liga oder auch was wir in der Gemeinnützigkeit immer wieder tun, wie zum Beispiel dieses Mal haben Leute auf der Geschäftsstelle mit angepackt und geholfen, dann ladet euch doch den E-Viktorianer runter. Den gibt es auf unserer Website unter Medien schnell zu finden. Ja, ist eine gute Sache, das schalten wir auf jeden Fall nachher mal rein. Jetzt gehen wir mal gucken, was Wien Wiesbaden macht. Die spielen am Mittwoch gegen Bayreuth, auch ein Aufsteiger. Und am Sonntag spielt man in Aue. Tja, Viktoria Köln zur Pause 0-0 gegen den Wiesbaden. Man muss ganz ehrlich sagen, es ist eine glückliche Geschichte bisher. Ja, also jetzt, wo wir nur noch zu 10 sind, freue ich mich natürlich auch darüber, dass es noch 0-0 steht. Und wir haben ja auch noch einige Jungs auf der Ersatzbank, die wir einwechseln können, um weitere Sicherheit zu bringen in der Verteidigung. Da haben wir den Buballa, der hat sehr viel Erfahrung. Haben wir Siebert, der fällt in der Brandung. Zumindest für mich. Haben wir Florian Heister für die Außen, falls wir jemanden von woanders reinziehen möchten. Und wir haben auch noch, ob man Sakiri auch noch in der Verteidigung sehen kann. Handle kann man auch in der Verteidigung sehen. Der spielt ja wie bekanntlich jede Position. Ob es für ihn schon für 45 Minuten reicht, ist halt hier die Frage. Aber naja. Das heißt ja nichts. Wir haben das letzte Spiel gegen Wiesbaden, wie gesagt, auch unter den Augen von Baumgart. Trainer von FC Köln gespielt, da waren wir 1-0 am Verlieren gewesen und da kam Yusuf Amin rein, hat 2 Nüsse gemacht und ich werde nie vergessen, da war unser Freund Chris Wollmerath mit mir am Mikrofon und er wollte den Yusuf Amin heiraten, Heiratsantrag machen, alles nach den Toren halt. Ja, das weiß ich noch, da habe ich live mitgehört, weil ich hatte Corona zu dem Zeitpunkt und lag im Bett, das war wirklich kein guter Tag für mich, aber dann diesen Doppelpack zu hören, hey, also eigentlich als man auch schon gedacht hat, dass das alles vorbei war, eigentlich so wie jetzt gerade, ne? Wie man jetzt ja auch gerade denkt, hier steht zwar noch 0-0, aber wir sind zu 10 und der Gegner wirkt stark. Aber noch ist hier die Messe nicht gelesen. Noch geht hier einiges. So, die Tribüne hat unseren Trainer Baumgart entdeckt. Ja. Die ganzen Kiddies stehen hier, alle schon Fotos. Und der hat historische Ruhe, würde ich sagen. Ne? Das ist super, wie jetzt hier, glaube ich, ein Sechsjähriger ihm mitteilt, wie man tanzen soll.
beim nächsten Tor, was man macht. Und sie machen auch ein paar lustige Bewegungen, alle zusammen. Ich finde es eher überraschend, wie viele 8-Jährige, 9-Jährige, 10-Jährige schon Handys haben. Überraschend oder erschreckend? Beides, um ehrlich zu sein, beides. Aber hey, so wie es hier ist, ist der Baumgart echt sowas von entspannt. Und erzählt auch gerade den kleinen Kids, dass er nicht bereit ist, alles zu tun. Also seine Sonnenbrille zum Beispiel möchte er jetzt hier nicht abgeben, um Fotos zu machen. Aber finde ich klasse, dass er sich für so welche Fotos bereit erklärt. So, wollen wir mal kurz durchatmen? So sieht's aus. Gut, liebe Freunde, wir sind spätestens in 5 Minuten wieder auf Sendung. Wir lassen mal einfach den Stream an, dann habt ihr ein bisschen Stadionatmosphäre. Und so in spätestens 5 Minuten sind Jakob und ich wieder da. Und ja, alle mal ein bisschen durchatmen und ich bin mal gespannt, wie Olaf Janssen umstellen wird. Bis gleich, liebe Freunde. Bis gleich. Sportfreunde, wir bedanken uns bei unserem Premium-Plus-Partner PayDush für die Unterstützung. PayDush steht für Qualität, natürliche Herstellung, mediterrane Käsespezialitäten aus ganz Europa. Diese wird jährlich durch die IFS-Zertifizierung mit höherem Niveau bestätigt. Im Namen von PayDush wünschen wir allen Zuschauern viel Spaß und vor allem Fairness. Und ganz besonders freuen wir uns auch in der Sparkasse Köln-Bonn einen weiteren starken Partner der Seite von Victoria Köln zu haben. Die Sparkasse Köln-Bonn ist die wichtigste Finanzdienstleisterin in der Region Köln-Bonn und eine der größten Sparkassen Deutschlands, wenn es ums Geld geht. Sparkasse Köln-Bonn. Und auch wir wünschen Ihnen von hier oben viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Victoria Köln hat jetzt das Tor in diesem Jahr zum zweiten Stück des Lebens. Das quellfrische Mineralwasser mit Heimat. Einzigartig in Geschmack. Reich an Calcium und Hydrogencarbonat. Ein besonderes Wasser aus unserer Region. Trink Brunner. Fühl dich wunder. Die Go GmbH ist wie unsere Victoria. Leidenschaftlich, rechtsrheinisch und erfolgreich. Ihr Event ist unser Heimspiel. Seit vielen Jahren verbindet Victoria Köln und die Go GmbH eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Go GmbH. Veranstaltungen,
aus Leidenschaft. Spüre den Beat der Stadt. Hier im Stadion der Victoria und bei uns in Liverpool City Plaza. Mit ins Leben, wo eine Reise durch den urbanen Fußwärts mit dem kleinen Nostalgie mit 20 Erlebnissen Etage für Etage. Viel Erfolg, Victoria. Und nach dem Spiel auf zu uns ins Liverpool City Plaza. Eine Klasse für sich in Hansen von Köln und im Beat der Stadt. Verflucht, verdammt, kein Schlaf, aber verdammt große Träume. Wer alles für dich gibt, kann nicht verlieren. Du bist Fußball und bei dir ist mit Wahrheit zu rechnen. Starte jetzt mit der 100-Euro-Joker-Wette. We win, das ist unser Spiel. Andere Informationen unter anderem Programm, Blitzspiel, kannst du dich machen, ins Netz 18 nehmen. Info unter Blitzspiel für die Ehe. Mal gewonnen, mal verloren. Hauptsache spannend und ein faires Spiel. Ganz egal, wie es gerade steht, wir sind immer für euch da. Für euch als Spieler und für euch als Fans. Unsere Mannschaft sorgt für eure Gesundheit, damit auch am nächsten Spieltag alles rund läuft. Euer Krankenhaus Ortsanwalt. Das Wunder muss ins Eckige. Die Wurst auf den Grill. Bremerhaven und Victoria Fans sind für Fans in jeder Hinsicht ein Genuss. Im Stadion genauso wie zu Hause. Also komm zu unserem Werksverkauf oder besuch unseren Online-Shop. Alle Infos und viele weitere leckere Produkte hörst du unter www.adi-bremerhaven.com. Lesen Sie noch oder lesen Sie schon. Bei uns können Sie Profi sehen. Alles, Zahnarzt, Stuhl, Fitnessgerät, Pflegeecken, Post. Und Sie sind ganz schön gut. Mit dem Wort Leasing bekommen Sie alles. Außerdem sieht man sich den persönlichen Geschäftstraum erfüllen ohne großen finanziellen Aufwand. Wir wissen, was geht. Stellen wir Ihnen Leasing persönlich. Schauen Sie einfach mal bei uns vorbei unter www.leasing.de. Also, was sicher ist, ist Siebert und Fakiri kommen. Und was auch sicher ist, ist Risse geht raus. Aber wer ist der zweite? Könnte Philipp sein. So, liebe Freunde vom Fußballradio Shell Sick, präsentiert und unterstützt von der Aktion Mensch. Wir sind wieder da. Haben ein kurzes Päuschen gemacht und haben ja auch schon festgestellt, es gibt zwei Auswechslungen bei der Victoria. Shaqiri kommt rein, unser Rückkehrer von Waldhof Mannheim. Und Siebert ist auch dabei, Jamil Siebert. So, jetzt vermissen, würde ich mal auf den ersten Blick würde ich sagen, Marcel Risse sehe ich nicht mehr. Ja, das kannst du auch sicher da sein, dass der nicht mehr auf dem Platz ist, denn die Kapitänsbinde ist nun bei Moritz Fritz. So, wer ist der Zweite? Sehen wir Philipp? Ja, ich sehe Philipp nicht mehr auf dem Feld. Und so können wir sagen... Ja, das eine ist natürlich eine Auswechslung, um auch ein bisschen mehr Stabilität jetzt in die Abwehrkette zu kriegen, wo nun ein Loch geschlagen wurde, da natürlich Gregor nicht dabei ist. Ja, Gregor wird uns natürlich auch ein Essen fehlen, ey. Ja, das kommt dummerweise jetzt auch noch dazu halt, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie es bei Wien Wiesbaden aussieht. Franz Wunderlich diskutiert auch mit Schiedsrichter Hempel, das bringt natürlich gar nichts, weil Platzverweis ist nochmal ausgesprochen. Ich meine, ist ja schön. Ich meine, hast du schon mal mit Franz Wunderlich diskutiert? Ich glaube, der kann auch Leute zurück auf den Platz kriegen. Ja, aber in dem Fall, ich meine, er hat ja nur ein bisschen gestenreich diskutiert, aber so ist Franz an sich ruhig geblieben. Halt, ja, ne? Was willst du da jetzt auch groß machen? War natürlich eine unglückliche Aktion. Wie gesagt, für alle Leute, die jetzt erst einschalten, ein Laufduell zwischen drei Leuten resultierte darin, dass ein Viktorianer einen anderen wegdrückt. Im Falle dem war es Niklas Mai, drückt Christoph Greger in Goppel stürzt.
und da Gregor schon gelb hatte und hier einen Angriff unterbunden hat, sah sich Schiri Hempel gezwungen, den gelb-roten Karton auszupacken. Somit die Viktoria in den zweiten 45 Minuten nur noch zu 10. Aber der Spielstand, der ist noch 0-0. Ja, das ist eigentlich das Positivste aus der ersten Halbzeit noch, weil, wie gesagt, die ersten paar Minuten hat der Viktoria gut mitgespielt. Aber wie schon auch in Mannheim, was uns aufgefallen ist, Richtung Offensive passiert da nicht so viel. Das muss auf jeden Fall besser werden. Ja, also die Idee war auf jeden Fall, Meißner anzuspielen, dass der sich drehen kann, um seinen Manndecker abzuschütteln und dann direkt den Zug zum Tor zu suchen. Das hat einmal fast funktioniert. Da ist ihm dann der Ball ins Aus versprungen. Und leider sonst, vor allem Innenverteidiger Carsten, es riecht den Braten leider immer eine Sekunde zu früh. Naja, man muss dazu sagen, es fehlen auch wichtige Spiele. Wenn ich an Luca Masaila denke zum Beispiel, das ist ein Mann, der fehlt. Becker im Sturm fehlt. Simon Handel fehlt zumindest auf der Bank. Persönlich, total. Und die zweite Hälfte läuft. Also wie es aussieht, hat Wien Wiesbaden gar nicht gewechselt. Das heißt, die kompletten Elf der ersten Halbzeit sind wieder mit dabei. Ja, Jagiri und Siebert holen sich Applaus ab und das finde ich auch zu Recht. Die erneute Leihgabe von Fortuna Düsseldorf. Siebert ist ein Fels in der Brandung hinten in der Abwehrreihe und auch mit seiner Motivation, die er an den Tag legt, ist er immer super da. Aber wer auch super da ist, ist Wien Wiesbaden. Von Punkt an sind sie da. Ja, das war schon geklingelt. Also Johannes Wurz aus knapp, ja. 16 Meter, ja. Für das Strafraumgrenze und das Ding habe ich auch schon fast drin gesehen. Sontheimer vergisst Goppel in seinem Rücken. Der kann dann einfach ablegen auf Wurz und dem sollte man wirklich nicht so viele Bälle einfach vorlegen von 16 Metern Entfernung. Der Ball schlägt rechts neben dem Pfosten ein von Ben Voll und da hat wirklich nicht viel gefehlt. Ja, was mich ein bisschen wundert, Block 11 ziemlich ruhig eigentlich gerade. Das muss ja die Situation sein, um die Mannschaft zu unterstützen. Aber ja, da ist im Moment Ruhe eingekehrt, warum auch immer. Gute Frage. Ja, Captain Lenkfort gerade ein Foul im Mittelkreis und deshalb Freistoß für Wien Wiesbaden. Den sie 15 Meter weiter hinten ausführen, aber Schiri Hempel sagt, das ist okay. Aber sei es drum. Carstens spielt den Ball nun auf den Rocker. Ein Rocker wird angegangen von Meißner. Schickt den Laufpass und der Laufpass zu Goppel kommt an. Und ein Glück kann der den nicht richtig platzieren, sodass Ben Voll sich auf die Kugel fallen lassen kann und sie unter sich begräbt. Denn zurzeit, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wirkt es so, als ob nur ein Team hier wach ist auf dem Feld. Ja, ich werde gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier ist einer kräftig am Futtern neben uns. Und dieser Geruch ist ja schon fast, der Herr ist eine Pommes frites da hinten und das reibt mir schon in der Nase. Oh, das ist gut, dass du für unsere Speisen, die wir im Sportpark Höhenberg haben, Werbung machst. Die Tickets haben sich nicht erhöht. Ne? Wir sind einer von den wenigen Vereinen, die jetzt zur neuen Saison nicht die Ticketpreise erhöht haben. Wir sagen weiterhin, Fußball muss bezahlbar bleiben. Und da ist ja hoffentlich dann auch noch Geld für eine Stadionwurst drin. Ja, wer in Waldhof Mannheim sich zwei Bier und eine Bratwurst kaufen möchte, 16 Euro, Freunde. Also da ein bisschen mehr Geld mit einpacken. Wirklich? Ja, also muss dazu sagen, 2 Euro Becherpfand, aber dennoch 16 Euro, das musst du auch erstmal ausgeben halt. Ne? Also Fußball bezahlbar, das ist so eine Geschichte halt. Gut, jetzt wollen wir mal wieder zurückkommen. Aufs Spiel, da hast du vollkommen recht. Es sind 48 Minuten gespielt. Siebert bringt einen Ball hoch und weit in die Hälfte von Wien Wiesbaden. Wiesbaden kann den in ihre Reihen manövrieren. Brocker sucht ebenfalls den langen Schlag. Also Abseits, wenn da Hollerbach nicht 2 Meter am Abstand stand, dann weiß ich auch nicht. Der Mann rennt den Ball trotzdem hinterher, bis der Pfiff von Schiri Hempler ertönt. Ben Voll hat anscheinend das Abseits nicht mitbekommen und dachte, ein Foul zuvor gesehen zu haben. Somit ist der Ball gerade am Rumtingeln von dem einen zum anderen, bis er jetzt von Moritz Fritz auf den Boden gelegt wird, gestoppt wird. Und jetzt wird der Freistoß ausgeführt. Er geht zurück zu Ben Voll. Ben Voll sucht einen hohen und weiten Ball für Meißner. Der verliert die Kugel gegen Gürlerjen. Der mit einem Fehlpass zu Korunkiewicz und der auf Jagiri. Gibt ab auf Sonti. Sontheimers Schuss kann geblockt werden. Oh, und jetzt mal ein Fehlpass von den Wiesbadenern. Sieht man nicht oft. Meißner bedient Lenkfort. Lenkfort an der 16er-Kante. Kann den Ball behaupten. Zumindest jetzt. Muss jetzt allerdings abdrehen. 5 Meter vorm Kasten. Bedrängt von 2. Findet Korunkiewicz, den er geschickt mit der Hacke anspielt. Korunkiewicz will die Flanke spielen. Wird aber geblockt. Der Ball war schon aus. Aber der Linienrichter zeigt auf den Ball und sagt, nein, der war noch nicht im Aus. Und so ist jetzt Exe, der von Korunkiewicz angegangen wird. Aber er kann sich befreien. Und es ist Carstens. Carstens muss den weiten Ball spielen, spielt einen flachen Ball auf Iredale. Jagiri ist bei ihm, aber Iredale schüttelt ihn ab
und somit sucht er diagonal Goppel. Goppel kann den Ball vor der Auslinie noch behaupten. Nimmt Niklas May mit ins Laufduell, bevor er abgibt. Boah, also es geht hier genau weiter wie zuvor. Dieses Mal war es Taffertshofer, der einen Lupfer spielt im 5-Meter-Raum, in den 5-Meter-Raum, der dann zu Iredale geht. Und der kommt mit der Fußspitze noch ran. Ben Vollwehr geschlagen gewesen, aber der Ball war etwas zu weit rechts am rechten Pfosten angesetzt. Und somit geht er auch ins Tor aus. Vielleicht sollte man sich mal angewöhnen, mal so die Torschussstatistik aufzuschreiben. Ich habe immer brav hier die gelben Karten und die Ecken aufgeschrieben. Aber ich glaube, mir würde bei der Torschussstatistik, glaube ich, schlecht werden, was wir haben. Das war schon die zweite gute Chance von Wien Wiesbaden in der zweiten Hälfte. Aber was mir auch ein bisschen Mut macht, gerade diese Situation mit Lenkfort, wenn mal schnell gespielt wird, die Wien Wiesbaden. Auch die wirken da nicht ganz so konstant. Man müsste sie nur mehr unter Druck setzen. Genau, die stehen ziemlich hoch halt, versuchen das Spiel zu machen. Und da hat man vielleicht eine Chance. Das war jetzt unsauberes Spiel von Paco. Der spielte den Ball Höhe der Mittellinie einfach in den freien Raum rein, aber da stand leider keiner. Lenkfort ist mehr so innen gezogen halt. Und Wien Wiesbaden übernimmt natürlich weiterhin das Spiel, die Kontrolle. Höhe des Mittelkreises. Taffertshofer hat den Ball, spielt rüber zu Jakobsen. Jakobsen auf Hollerbach. Langsam nähert man sich den 16er an. EC steht außen, aber Hollerbach macht es noch alleine. Spielt den Ball in den Strafraum rein. Aber Jamel Siebert klärt den Ball, aber leider zu kurz. Ja, so kam den Ball, ja. Und somit geht der Ball raus zu Goppel. Goppel mit Niklas May im Laufduell. May kann den Ball gewinnen. May kann den Ball sogar noch gegen den zweiten gewinnen, gegen Gürleyen, geht er zu Fall und Schiri Hempel sieht hier ein Foul. Oh, da rastet aber May ein wenig zu stark aus. Ich meine, er hat das Foul doch bekommen, er will hier noch die gelbe Karte, aber das war ja zu viel des Guten. Ja, aber May muss auch aufpassen, er hat selber schon gelb, ja. Wenn er jetzt nicht noch zu lautstark sehr beschwert, alles, ne? Shaqiri spielt den Ball ein paar Meter weiter nach vorne und Schiri Hempel sagt, nee, Freunde, wieder ein paar Meter zurück. Ist das schon ein Zeitspiel oder ist das noch kein Zeitspiel? Nee, ich weiß nicht. Aber ist dir aufgefallen, dass die Viktoria nun ein 5-2-2 spielt? Habe ich so auch noch nie gesehen. Also auf jeden Fall drei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger, die gerne mal auch zu Flügeln werden können, also dann ins Mittelfeld übergehen. Aber vor allem diese drei Innenverteidiger, die sehen jetzt schon stark aus. Ja, Moritz Fritz klärt gerade auf Vollerbach, der angelaufen kam. Fritz spielt zurück auf Ben Voll. Ben Voll hat den Ball, Höhe der 16er Linie. Ja, der Ball geht zum Meißner, aber der kommt leider nicht an den Ball ran. EC schnappt sich den Ball in der Mittellinie von Wien Wiesbaden. Der spielt zurück auf Carstens von Wien Wiesbaden. Jetzt geht es weiter in den Mittelkreis auf Jakobsen. Jakobsen behauptet den Ball gegenüber Meißner. Wird jetzt zurzeit nicht angegriffen, spielt jetzt quer rüber auf Mokka. Der wird nicht angegangen von Lenkfort, kann deswegen den Ball auf Hollerbach probieren. Der wird aber abgefangen. Boah, das war gut von Lenkfort. Lenkfort erobert die Kugel, gibt ab auf Sonti. Sonti hat mal richtig Platz, aber jetzt läuft niemand so richtig in den freien Raum. Jetzt kommt Paco Korinkiewicz auf der rechten Seite angelaufen und wird von Sonti direkt angespielt. Der nimmt den Kopf hoch, der spielt die Flanke. Exe kann seine Schulter reinhalten oder seinen Rücken besser gesagt. Und es gibt die dritte Ecke. Es gibt die dritte Ecke für die Viktoria. Und da Risse raus ist, wird Sontheimer sie schießen. Ja, 53. Spielminute im Hürnberger Sportpark, weiter 0-0. Viktoria hat man jetzt mal eine Möglichkeit, mal nah ans Tor ranzukommen durch die Ecke. Und ja, Sontheimer, den sehen wir jetzt auch nicht so oft bei Ecken, wie du auch gerade schon sagtest, Jakob, weil Risse draußen ist. Ich bin mal gespannt, welches System wir uns da einfallen lassen. Wird es eine kurze Ecke? Sontheimer, der defensive Mittelfeldspieler, guckt sich das aus. Da stehen viele im Fünfer, vor allem Himmelblau im Fünfer. Deswegen spielt er direkt an den Fünfer. Und das wird gefährlich. Da kommt Moritz Fritz ein Ticken zu spät. Der Ball trudelt ins Tor aus. Es gibt die nächste Ecke für die Viktoria. Da war anscheinend ein Himmelblauer im Kopfballduell mit Moritz Fritz an der Pille. Erneut Sonti. Ja, Lars Dietz nimmt die Hand hoch. Der steht am zweiten Pfosten. Ein paar Meter zurückgezogen. Mit Lenkfort zusammen. Die werden reinrennen. Sonti bringt die Flanke. Ah, aber die ist zu nah an Torwart Stritzel. Und der nimmt den Ball auf und macht einen weiten Abschlag. Schickt Hollerbach somit ins Laufduell. So schnell ist er auch nicht. So aber, ich weiß nicht, ob selbst Usain Bolt den mit Fußballschuhen bekommen hätte. Das war wohl sehr gut gemeint. Erinnert mich sehr an, wie ich FIFA spiele. Und jetzt ist der Ball wieder bei Ben Voll. Ben Voll hat den an seinem Fuße. Er kann also so lange, wie er will, den Ball behaupten. Jetzt, wo du das vorhin so angesprochen hast, das ist Zeitspiel. Ja, wir haben es nicht so eilig. Also gut, verständlich. Wir haben auch noch sehr lange zu spielen in der zweiten Halbzeit. Ja, klar, natürlich. Und jetzt Kräfte messen, 10 gegen 11 zu machen, wäre natürlich fatal. Da gebe ich ihm auch recht.
Was mich auch ein bisschen wundert, keine Trinkpause und nichts. Das heißt also, wir spielen ja durch und also schon die Temperaturen sind schon was höher unten am Feld. Ja, nee, und die Sonne knallt auch total. Also, ja, der ist aber ein klares Foul. Ja, also, finde ich auch. Da muss er Gülen eigentlich auch eine Karte sperrt geben. Meißner. Da muss er eigentlich auch eine Karte für geben, aber ohne Grund. Nichts. Ja, Olaf Janssen versteht es nicht. Er zeigt auch an, Jungs, wir haben gerade für sowas eine gelbe Karte bekommen und da gibt es nichts. Ja, alle Kritik berechtigt. Und das nicht, weil ich hier die Viktoria-Brille aufhabe, sondern ich finde, Gleiches mit Gleichem, bitte. Mittlerweile ist der Ball wieder in rein der Himmelblau. Die spielen den in der eigenen Hälfte, wie sie wollen. Ohne Raumgewinn. Brocker zu seinem Innenverteidiger-Kollegen Carstens. Der links raus zu Güleyen. Der Hochgewachsene spielt auf Jakobsen. Jakobsen spielt zurück auf Güleyen. Der wird angelaufen von Sonti. Jetzt spielt er auf Exe. Exe wird nicht angegriffen von Koronkiewicz. Im Gegenteil, der macht ihm sogar Platz, dass der den Ball durchstecken kann auf Tafazova. Tafazova geht zu Fall im Elfer. Aber da kann Moritz Fritz die Kugel behaupten. Allerdings das Nachstochern von Tafazova sorgt für Freistoß von Fritz, sorgt für einen Freistoß für die Viktoria, weil der da Fritz getroffen hat. Fritz will eine gelbe Karte, aber. Ich glaube, ich hätte jetzt auch keine gelbe Karte. Nee, wir müssen jetzt aufpassen, ob wir uns da nicht so noch verzetteln in solchen Sachen halt. Schiedsrichter Hempel, der wird schon wissen, was er macht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Und dafür kann es kein Gelb geben. Ey, ist die 56. Spielminute, noch steht es hier 0-0. Nimm lieber den Kampf an und muckier nicht überall die gelbe Karte. Aber hey, wenn ich Fritz wäre, ich würde das genauso tun. Jakobsen, der weite Ball, der von voll kommt, den kann er mit dem Kopf erstmal wieder fast aus der eigenen Hälfte köpfen. Im zweiten Anlauf schaffen sie es sogar. Goppel legt sich den Ball super weit vor, geht ins Laufduell. Aber verliert das Laufduell gegen Siebert. Naja, auch Mai war auch wieder in der Nähe gewesen. Ja. Der muss auch aufpassen, dass er nicht zu sehr in die Zweikämpfe geht. Wie gesagt, auch schon Wert verwarnt. Du hast vollkommen recht. Ja, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen halt. Ja, da musst du auch irgendwann vielleicht die kluge Alternative ziehen und einfach den Heister bringen auf der Linken, dass der Mai ersetzt, der wäre noch ohne gelbe Karte. Ja. So, der Ball wird rausgeschlagen, ist aber sofort wieder in den Reihen der Gäste. Güleyen hat den Ball am Anstoßkreis. Treibt den auf die linke Seite. Findet Hollerbach. Hollerbach wird von Sonti angegangen. Kann den Ball in erster Instanz behaupten. Sonti ist bissig, ohne den gelben Karton zu kriegen. Und das gefällt mir richtig gut. Das ist eigentlich das Signal, was man jetzt an seine Mitspieler setzen muss. Jungs, setzt nach. Gebt euch bissig. Gebt euch noch nicht verloren. Es ist hier ein 0-0. Und wir haben die Fans im Rücken. So, jetzt ist auch Trainer von Wien Wiesbaden, Markus Koschinski, aufgewacht. Er sah jetzt gerade einen Einwurf für seine Mannschaft. Das war die Situation, wo du sagtest gerade, dass Sonti sehr gut geklärt hatte. Aber Hempel sagt, nö, das ist ein Freistoß für Viktoria. Da kann Koschinski meckern, wie er will. Und ja, Einwurf für Viktoria. In der eigenen Hälfte. Paco spielt den Ball über die Mittellinie raus. Lemford verliert den Ball. Sontheimer gewinnt ein Kopfballduell. Überraschend, aber leider zum Gegner. Ja, jetzt auch ein Foulspiel von Lemford. Zumindest zeigt der Linienrichter das an, aber... Ich fand eher Exes Fuß im Fallen ist doch etwas... Ah, das ist gelb! Also Langford will nicht sofort den Ball abgeben, aber Exe reißt ihn geradezu um. Also. Jetzt mal ohne Scheiß, also der Schiedsrichter maßen ja, zwei. Der Schiedsrichter sagt halt selber Schuld, wenn du umgerissen wirst, wenn du hier nicht den Ball fair sofort abgibst. Und ich meine, Langford hat den Ball hinter seinem Rücken gehabt für 2-3 Sekunden, aber ihn da so umzureißen, finde ich auch einfach lächerlich. So, wie das aussieht, wechselt Viktoria wieder. Ich sehe jetzt gerade Simon Handle, läuft Richtung Auswechselbank. So, wen haben wir da als zweites noch? Also Handle, der kommt auf jeden Fall rein. Ach, Stehle, Simon Stehle. Simon Stehle müsste zeigen, ja. Jetzt habe ich da eine Sekunde mal nicht hingeguckt und schon wird es sofort heiß im Strafraum der Viktoria. Da liegt jetzt auch ein Wiesbadener Spieler, aber Hempel will noch nicht abpfeifen. Erst jetzt, wo Ben Voll den Ball freundlich ins Aus geworfen hat. Aber auch in dem Moment ist der Spieler dann von Wien Wiesbaden schon langsam wieder... Na, der hat was im Rücken bekommen. Ja, ja. Das war Iredale, der da liegt. Aber in dem Moment, wo er gemerkt hat, es wird nicht gepfiffen, steht er wieder auf. Du, vielleicht ist das einfach nur Wunderheilung. Ne? Also ich meine, das sind schon... Die haben wir schon sehr oft hier am Platz erlebt. Ja? Ja, ja. Du, was ich schon alles gesehen habe in der dritten Liga, ey, da glaubst du. Gut, Wien Wiesbaden spielt den Ball fair wieder zurück. Ben Voll hat den Ball, legt sich den Ball wieder in den eigenen Strafraum rein, wird angelaufen von Iredale. Aber wie gesagt, Voll hat es jetzt nicht so eilig. Nee, hat er wirklich nicht. Hat da den Ball in der Hand, läuft links, läuft rechts, guckt sich das aus, bis seine Mann ein bisschen Meter gemacht haben. Und jetzt schlägt er den Ball weit in die Hälfte der Wiesbadener. Langford verliert das Kopfballduell. Noch ist der Ball aber nicht fest. Sagiri,
Oh, kann zwei Mann ausnehmen und hat den Ball da auf der linken Seite. Findet jetzt noch eine Anspielstation. Ja, Sonti findet er. Sonti, Umgang von Hollerbach. Findet aber trotzdem seinen Mann in Meißner. Da müsste der Meißner links rausspielen. Ah, aber da ist einer zu viel. Aber Meißner erobert sich die Kugel zurück und spielt sie rechts raus auf Patrick Korunkiewicz. Korunkiewicz nimmt Exe einmal aus, will ihn zweimal ausnehmen, verliert dann aber die Kugel an den Exe. Ball ist aber noch nicht geklärt von Exe. Exe hat Probleme, steht da an der Eckfahne, kriegt den Ball da nicht weg. Oh, jetzt fällt er aber, weil Sonti in ihn reingeschubst wird. Und was sagt Hempel? Hempel sagt Foul von Viktoria. Damit gibt es Freistoß von der Eckfahne für Wien Wiesbaden. Das ja, die 60. Spielminute. Also ich meine, langsam kommen wir langsam in eine Phase rein, wo Wien Wiesbaden eigentlich mal wieder ein bisschen mehr machen müsste. Im Moment, in den letzten 5 Minuten war eigentlich mehr ein bisschen gestocherer gewesen halt. Wenn ich so die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit denke, wo dann Wien Wiesbaden 2 gute Chancen hatte. Im Moment, wenn auch Block 11 sehe ich gerade und höre auch, wird wieder wach da hinten. Feuert die Mannschaft an. Ja, auch eine Trommel vernehme ich wieder. Sagiri gewinnt das Kopfball gegen Jakobsen, aber der Ball geht danach an Tafatova. Der spielt direkt auf Goppel rechts raus an den Strafraum. Goppel mit Mai im Zweikampf, aber Mai erneut Meister gegen Goppel. Spielt zu Sonti. Sonti Angang von 2, kann die Kugel nicht klären. Spielt auf Siebert. Siebert wieder rechts raus zum Mai. Mai sucht Meißner. Meißner kann zumindest einen Einwurf rausholen. Und es bedeutet, dass auch seine Mannen nachrücken können. Sie machen es ein bisschen wie im Football. Sobald der Ball ruht, kommen alle ein Stück nachgelaufen und erst dann wird wieder weitergespielt. Jetzt wird der Ball eingeworfen. Ein Laufball auf Meißner. Allerdings ist da ein Brocker schneller. Und die Kugel wird rausgeschlagen. Ah, das ist Wurz. Wurz hat viel zu viel Platz. Sonti ist nicht ganz an ihm dran. Wurz spielt eine halbhohe Flanke auf Exe. Der ist an der linken Strafraumkante gegen Korunkiewicz. Der nimmt Korunkiewicz aus. Auch an Sagiri kommt er vorbei. Spielt auf Jakobsen. Jakobsen probiert einen Schuss. Bleibt am eigenen Mann hängen. Und aus der zweiten Reihe. Da könnte Tafazofa schießen. Nee, macht er nicht. Gibt ab auf Goppel. Goppel. Oh, sucht Hollerbach im Strafraum. Findet ihn aber nicht. Viktoria kann für den Moment klären durch ein Knie von Sonti. Aber schon wieder sind es die Wiesbadener. Diesmal auf der linken Seite mit Gelayen. Ja, Doppelpass mit Jakobsen. Jetzt spielt er zurück zur Carstens in der Innenverteidigung in seiner eigenen Hälfte. Und der spielt rechts raus auf dem Brocker. Ah, der sucht. Oh! Oh, der sucht Iredale. Iredale geht zu Boden mit Moritz Fritz zusammen im Strafraum der Viktoria. Aber Schiedsrichter Hempel zeigt an, auf den bitte weiter geht es. So, jetzt hat die Viktoria natürlich Mann und Maus am 16er. Und dadurch gibt es halt super viele Räume in der eigenen Hälfte. Da können die Wiesbadener jetzt eigentlich spielen, wie sie wollen. Hier in Form von Tafazhofer. Der macht Meter auf den Strafraum zu. Sonti geht nicht ran. Der Abschluss zu langsam und geht ungefähr einen halben Meter am linken Pfosten vorbei. Ja, das hat Ben voll gesehen. Da musste er nicht rangehen halt. Das war jetzt nicht so gefährlich gewesen. Oh weh. So, jetzt sehen wir mal gucken, was wir da haben. Jetzt geht's los. Simon Handle und Steele werden kommen. Also Robin Meißner geht raus. Ja, hat viel probiert. Bisschen unglücklich gewesen in einigen Aktionen. Oh, und aber hey. Ja, also die beiden, die für die Offensive da sind, werden nun ausgetauscht gegen Simon Handle und Simon Steele. Oh, und Lenkfort, der ist fertig. Guck mal, der kann ja kaum noch einen Meter machen. Aber das ist ein Spielertyp, der uns, glaube ich, auch der uns viel weiterbringen wird. Ich glaube auch. Das ist einer, der wirklich zur Sache geht, kämpft um jeden Meter halt, aber der scheint noch nicht 100% fit zu sein. Also jedenfalls war der starke Punkt gewesen. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, was Simon Handle jetzt, wie weit der wieder fit hergestellt ist. Vielleicht ist es auch einfach nur seine schauspielerische Kunst in Form von, wie nehme ich noch 3 Sekunden von der Uhr mit meiner letzten Aktion des Spiels. Hoffen wir mal, es ist das zweite. So, Simon Handle wird direkt mal angespielt mit einem hohen Ball. Köpfen kann der Junge nicht so gut, von daher bitte mal lieber tief probieren. Der Ball geht sofort wieder an Wien Wiesbaden, die einen Angriff einleiten. Und Jamil Siebert macht es mal wieder ganz geschickt. Und er zeigt sofort hier an, Jungs. Nicht nur habe ich uns hier den Ball besorgt, dass Ben Voll einen weiteren Abstoß machen darf, sondern er klatscht doch in die Hände und zeigt an, meine Güte, Jungs, macht mal hier mehr Druck, mehr Kampf. Und ich kann ihm da nur beistehen. Ja, das alles in der 65. Spielminute. Ja, ich bin eher ein Fan von Siebert. Also ich fand auch sehr schade, dass er die ersten Spiele in Mannheim erst auf der Bank saß, jetzt auch jetzt hier. Also wie gesagt, für mich könnte der immer spielen, wenn ich bedenke, das Spiel gegen Fortuna oder gegen Lautern, was der da rausgerissen hat, der Siebert einmalig halt. Ja, na klar. Deswegen freue ich mich auch, dass wir ihn noch ein weiteres Jahr bei uns haben dürfen.
der ist wirklich eine Bereicherung für unseren Abwehrverbund. Ja, aber ich muss mal gerade gucken, hier so 2 Meter vor uns oder sitzen ja die Familie Baumgart und Tochter Baumgart, Mutter Baumgart und Vater Baumgart, die haben richtig Spaß. Also sie sind ja ganz schön am Lachen, also die haben schönen Spaß hier beim Spiel. Ja, wo du vorhin meintest, der letztes Mal war ja vielleicht da, um den Nilsson anzugucken. Dieses Mal ist Baumgart ja bestimmt nicht da, um den Nilsson anzugucken. Nee. Ich hatte mal vorab geguckt, das ist schon eine Weile her, ob Baumgart irgendwas mit Wien Wiesbaden zu tun hat. Auch da bin ich auf nichts gestoßen. Aber vielleicht kommen sie ja, die Familie oder Teile der Familie, aus dem Wiesbadener Raum. Wow, jetzt mal Exe mit einer Flanke von der linken Seite, die an Freund und Feind vorbeigeht. Aber deswegen wird sie scharf in der letzten Sekunde fürs Tor. Aber Ben Voll kann nach links abtauchen und faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, dann wird das Spiel schnell gemacht, wollte Simon Hantl schicken. Der kommt leider an den Ball nicht ran. So kann Wien Wiesbaden wieder aufbauen. Langsam Richtung den Mittelkreis. Jakobsen am Ball, spielt den Ball raus auf Wurz. Der spielt auf Goppel. Goppel spielt den Ball in die Mitte rein. Hollerbach kommt nicht an den Ball rein. Paco verschätzt sich ein bisschen was. Sontheimer im Duell mit Hollerbach. Ja, und Simon Stehle holt sofort den Freistoß raus. Schiebt sich da klug an Jakobsen vorbei in den Ball, als dieser gerade schießen möchte. Jakobsen denkt in erster Instanz, er wurde hier gefoult und merkt erst jetzt, dass er falsch liegt. Ach, das war nicht Jakobsen, das war Tafazhofer. Entschuldigung. So, wir haben jetzt auch die erste Auswechslung bei Wien Wiesbaden. In der, muss man mal gucken, 63 Minute, glaube ich, ist es. Fröse kommt rein. Gegen Iredale. Ja, das ist ein sinngemäßer Wechsel. Offensivkraft gegen Offensivkraft. Ah, auch Olaf Jansen wird langsam ein wenig wild. In der 66. Minute, Entschuldigung. Olaf Jansen verlässt immer mehr seine Coachingzone, wird immer lauter. Ich höre ihn bis hier oben hin. Ben Voll führt jetzt diesen Freistoß aus. Er ist unmittelbar vor seinem Strafraum und schießt den Ball hoch und weit. Und den kann Simon Stehle doch wirklich und für sich dingfest machen. Noch ist der Ball nicht im Aus. Jetzt ist der Ball im Aus. Ungefähr 10 Meter vor der Torauslinie, linke Seite. Viel Kuddelmuddel jetzt. Sonti kann das Ding für eine Sekunde behaupten. Hat eine Idee, ihn auf Sakiri zu spielen, aber der verliert sofort den Ball. Und jetzt ist es Hollerbach. Hollerbach will durchstecken auf Exe, bleibt aber an Paco hängen. Der spielt auf Dietz und Dietz haut einfach nur hoch und weiß raus. Und es gibt 10 Applaus einfach mal dafür, dass der den rausgekloppt hat. Ja, Wien Wiesbaden im Aufbau vom eigenen Strafraum aus. Jetzt sind wir schon in der Hälfte des eigenen Hälfte. Langsam geht es nach vorne. Jakobs nach dem Ball spielt jetzt mal weit auf. Mal gucken, es hat jetzt Goppel. Jo, und der ja, versucht ein Schüsschen zu machen, aber Ben Voll hat den Ball locker. Ja, damit kannst du Ben Voll heute nicht übertülpeln. Nee. Das ist die 67. Spielminute mittlerweile. Die ja. Zeit läuft langsam, aber sicher für die Viktoria. Ne? Wir sind hier zu 10 gegen 11 Wiesbadener. Und tja, in letzter Zeit, ich möchte es nicht beschreien, aber in letzter Zeit haben wir die Angriffsversuche von denen besser. Und nee, mach lieber nicht, Jakob. Ich habe schon so oft genug einen Schiedsrichter gelobt. Das ging meistens nachher noch in die Hose. Ja, deswegen, ja, Viktoria muss man sehen, dass auch was für die eigene Entlastung sorgt. Auch mit 10 Mann kann man, darf man gerne mal angreifen. Da hast du recht. Sagiri findet Sonti, der hat ein bisschen Platz, zieht 2 Mann auf sich und schiebt dann auf den wirklich unbedrängten Dietz. Dietz macht ein paar Meter, spielt aber auf Korunkiewicz und der spielt sicher zurück auf Ben Voll. Der mit einem hohen Ball in die Hälfte der Wiesbadener, der wird allerdings weggeköpft von Güleyen, geht an Etze und das geht zurück auf Jakobsen. Jakobsen steht am Anstoßkreis, guckt links, spielt rechts, spielt auf den Neuen, auf Fries. Und der schiebt auf den Rocker. Der spielt zurück auf Fries, der mittlerweile an der Eckfahne ist. Und der will sofort den Pass reinspielen, bleibt aber hängen in den vielen Beinen der Viktoria. Und nun ist es Sagiri. Sagiri spielt zurück auf Mai. Der probiert den weiten Ball auf Stehle. Oh! Und dem wird sowas von das Standbein weggetreten von hinten. Oh, das sah brutal aus, wenn ich mich... Und jetzt liegen die Nerven ein bisschen blank. Jetzt liegen die Nerven ein bisschen blank. Man muss dazu wissen, wer jetzt hier nicht häufiger die Viktoria hört, wir haben schon wenig Stürmer. Und jetzt einem unserer wenigen Offensivkräfte auch noch so das Bein wegzutreten, da kocht es natürlich über bei vielen Mannschaftskameraden. Stehler liegt weiterhin am Boden, hält sich das Gesicht.
Tafa Zöfer war ganz schön dabei gewesen jetzt von WM Wiesbaden auf dem Hofka, der schon gelb verwarnt ist, mischt da schön mit. Schönes kleines Handgemenk. Siebert zieht gerade die Spieler zurück. Jetzt bin ich mal gespannt. Paco hat einiges zu erzählen, Koronkiewicz. Ja, Hofka kriegt gelb-rot. Das ist gelb-rot. Sehr gut, da haben wir den schon mal weg. War, der ist auch selbst natürlich ja, Hofka. Also Entschuldigung, wenn du also ohne Verlangen 5 Meter vor der Mittellinie so einem Typen das Standbein wegzuhauen. Das war aber nicht Mofka gewesen, das war Goppel gewesen. Der ach, das war Goppel gegeben. Genau, Mofka hat einfach schön mitgemischt gerade. Ja, auch Siebert siebt den gelben Karton in alter Manier, so wie eigentlich hat fast jeder unserer Abwehrspieler weiterhin den gelben Karton gesehen. Ich glaube, Lars Dietz ist der Einzige. Naja, Moritz Fritz hat auch noch keine. Ja, Mofka selbst dran schuld. Der hatte damit der Situation gar nichts zu tun gehabt. Das war ein klares Foulspiel gewesen halt. Aber klare er hat da mitgemischt. Ja. Also das ist selten dämlich, diese gelbe, gelb-rote Karte für ihn. Aber gut, jetzt haben wir wieder 10-10. Pari-Pari, das kann jetzt wieder ein ganz anderes Spiel werden. Ja, Kauczynski rauft sich die wenigen Haare, die er da vorne hat und zeigt sofort an, was hier jetzt gleich Phase ist. Und Mrowka ist natürlich bedient, während er den Ritt in die Katakomben. Aber das Wichtigste ist, Stede steht wieder. So, sofortiger Wechsel bei WM Wiesbaden. Rheintaler kommt. Ui, ja, wie groß ist der denn? Jo, wer geht dafür raus? Hollerbach. Ah, offensiv. Ja, also jetzt geht eine Offensivkraft gegen einen Abwehrspieler. Alles in der 71. Spielminute, sehr schön. Oh, jetzt. Es sind noch 19 Minuten zu gehen. Und jetzt könnte es spannend werden. So, jetzt wollen wir mal gucken, wen wir da vorne haben. Ja, Simon Hunter hat jetzt gerade zeitweise den Mittelstürmer gespielt. Ist natürlich mit seinen 1, wie groß ist er eigentlich? 1,72. Er ist größer, als man glaubt. Okay. Das werde ich wahrscheinlich jetzt mal. Das sieht man halt, also ich meine, der steht neben Carstens. Carstens ist gefühlt 1,90, 1,95. Da siehst du natürlich kurz aus dagegen. Aber kommen wir mal zum Spiel. Lars Dietz hat Platz, tritt mit dem Ball über die Mittellinie und kommt langsam aber sicher in die Hälfte der WM Wiesbadener. Er will Sonti anspielen. Sonti wird gefällt, aber Schiedsrichter sagt, das ist kein Foul. Ball weiterhin bei der Viktoria. Es ist Moritz Fritz, der angegangen wird und somit den Ball zurückspielt auf Ben Voll. Ben Voll wieder rechts raus auf Lars Dietz. Er hat jetzt super viel Platz. Lars Dietz, was wird er tun? Spielt auf Paco Koronkiewicz. Er könnte durchstecken auf Simon Stehle. Nee, der entscheidet sich dabei, mit dem Ball in die Mitte zu laufen. Oh, der spielt auf Handle und Handle wird hart getroffen von hinten. Und nur weil er anscheinend nicht mit lautem Aufschrei zu Boden geht, heißt es von Seiten der Wiesbadener, dass es sich hier nicht um ein Foul handelt. Aber ich sag euch, Handle fällt nicht einfach so. Und auch so, wie der läuft, scheint ihm da einiges weh zu tun am unteren Rücken. So, Torino aufgewacht, Block 11 aufgewacht. Jetzt haben wir ein bisschen Atmosphäre im Stadion. Und die Mannschaft braucht es einfach. Ja, es gibt jetzt auch Freistoß. 30 Meter, ja, 25 Meter würde ich sagen, vorm Kasten der Wiesbadener. Relativ zentral, leicht rechts. Simon Handle, gerade eben noch gefoult, steht als letzter hier am Ball, bespricht sich noch mit Sonti, was hier wohl passieren wird. Ansonsten haben sich unsere großen kopfballstarken Jungs, Siebert, Fritz und Dietz, alle auf der linken Seite des Strafraums versammelt, bereit reinzulaufen. Ball ist freigegeben, Handle guckt, Handle spielt. Und der Ball kann in erster Linie weggeköpft werden von Wiesbaden. Es wird Ecke geben. Das ist genau jetzt die fünfte Ecke. Ja, Jakobsen war früher am Ball gewesen wie Siebert, weil Siebert war ja auch Einschuss bzw. kopfballbereit gewesen. Ja. Das wäre eine schöne Chance gewesen. Und langsam dürfte die Viktoria auch mal gerne mal wieder eine Torchance haben. Und am besten soll er direkt reingehen, der Ball. So, die Ecke macht Simon Hantle scheinbar. Sontheimer steht auch vorne. Kurze Ecke wird dennoch nicht ausgeführt. Olaf Janssen gibt Paco oder Zeichen, in den Strafraum reinzugehen. Jetzt sind wir mal gespannt. Lars Dietz sehe ich im 16er. Der nimmt den Anlauf in den Strafraum rein, aber der Ball kommt von Handle gar nicht rein. Egal, zweiter Ball, Handle, diesmal hoch und weiter an den zweiten Pfosten zu Siebert. Siebert kann seinen Kopf rankriegen, der Ball ist immer noch da am Rumfluppen, aber wird jetzt von Exe dingfest gemacht. Exe hat viel zu viel Platz, die Viktoria im Rückwärtsgang kann den nicht angreifen. Aber er verschleppt etwas das Tempo und somit überlegen sich die 10 Wiesbadener, da machen wir lieber einen langsamen Aufbau über Güleyen, den linken Verteidiger. Der spielt auf Jakobsen, den defensiven Mittelfeldspieler. Der spielt rechts raus. Und der Ball kommt über Fries zurück auf den neuen Mann, Rheintaler. Und jetzt Güleyen am Anstoßkreis. Spielt zurück auf Carstens. Der kommt jetzt mal ins Feld der Viktoria.
Der findet Exe. Exe kann Freeze anspielen. Der kann sie in Niklas May abschütteln. Spielt eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Aber Paco Koronkiewicz ist dran. Klärt die. Aber der Ball schon wieder bei den Wiesbadenern. Das ist Goppel. Der hat viel zu viel Platz. Spielt die Flanke. Aber wiederum kann sie rausgeköpft werden. Wiederum geht der zweite Ball aber an die Wiesbadener. Carstens, der Innenverteidiger, mischt sich auch mal vorne ein. Verliert den Ball. Und jetzt hat die Viktoria mal Platz. Das ist Simon Handle, der überquert schon die Mittellinie. Jetzt schickt er Simon Steele. Aber der Ball ist etwas zu ungenau. Güleyen kann seinen Fuß rankriegen. Und kann die Kugel auch an Stritzel zurückspielen. Schade. Ja, leider ein bisschen unsauber gespielt von Simon Handle. Ja. Wenn er ein bisschen sauberer gespielt hätte, das wäre eine schöne Chance gewesen. Weil das war einfach nur eine 1-1-Situation von Steele gewesen gegen Güley. Aber jetzt kommen die Zuschauerzahlen. Ich bin mal gespannt, Jakob von Beuda. So, Freunde, zu Hause auch hier im Stadion. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wir haben heute 2123 Zuschauer, die sich das Spiel angucken. Das war ungefähr auch die gleiche Zuschauerzahl, die wir hatten in der letzten Saison gegen Wiesbaden. Da waren es, glaube ich, 2-2 gewesen. Ja, das sind auch nur 400 unter unserem Durchschnitt, den wir letzte Saison hatten. Da hatten wir knapp 2,5. Und während ich das sage, gibt es hier ein kleines Dächtelmächtel zwischen Moritz Fritz und einer Offensivkraft von BM Wiesbaden, die ich gerade nicht ausmachen konnte. Aber guck dir mal an, in der Mannschaft stimmt es doch. Der Siebert, den Fritz abklatscht, hast du klasse gemacht, hast du toll gemacht, die Aktion. In der Mannschaft stimmt es auf jeden Fall. Da kämpft jeder für jeden und die pushen sich gegenseitig. Super. Ich würde sagen, jetzt haben sie ein bisschen Oberwasser, jetzt wo auch noch der Gegner nur noch zu 10 ist. Aber natürlich haben sie die letzte halbe Stunde oder so echt viel mehr Energie aufbringen müssen. Und noch ist eine Viertelstunde zu gehen. Ja, Ben Voll hat den Ball, spielt langsam raus oder ganz einen leichten Ball. Jetzt erlasst Dietz den Ball, kurz hinter dem 16er. Moritz Fritz den Ball. Viktoria baut langsam auf, wieder Lars Dietz. Der könnte jetzt auf Sonntheimer spielen, aber Lars Dietz sucht selber den Ball. Oh, geht am ersten Mann vorbei und spielt dann links raus auf Siebert. War Siebert, gefährlich, aber hat funktioniert. Siebert macht den Seitenwechsel zu Steele. Steele. Der hat Platz. Der hat Platz, genau. Jetzt müsste er spielen in die Schmidtbänger rein zu Handle. Der kann den Ball raus auf Sonntheimer. Spiel auf Sonntheimer! Ja! 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 Meine Güte! Paco Koronkiewicz! Schön gespielt! Handle auf Steele, auf Paco. Tor 1-0 für die Viktoria. Wie viele Minuten haben wir? Es ist die 76. Spielminute, wenn ich mich nicht geirrt habe. 77. Spielminute. Und das war mal ein gelungener Angriff direkt in die Schnittstelle, so wie es Daniel gesagt hat. Simon Handle kommt ran, überlegt sich, nicht direkt reinzuspielen, sondern nochmal abzulegen auf Sonti. Sonti dann mit aller Übersicht findet Paco Koronkiewicz. Ich glaube, der tunnelt sogar seinen Mann, Decker, und kriegt so mit dem Ball aufs Tor, ohne dass Stritzel den gesehen haben könnte. Und als der sich lang macht, um ins linke lange Eck abzutauchen, da ist der Ball schon lang an ihm vorbei und kullert über die Linie zum 1-0 für die Viktoria. Ich will jetzt auch von keinem was hören, ob das unverdient ist oder nicht. Fakt ist, wir führen 1-0 und das ist ja die Hauptsache. Vereinsbrille wieder an. Also. Ja, der Ball ist mittlerweile schon längst wieder freigegeben. Wiesbaden, jetzt, ich meine, vor 20 Minuten hatten sie noch alle Möglichkeiten und den Gegner in Unterzahl und hast du nicht gesehen. Mittlerweile liegen sie mit einem Tor zurück und sind auch nur noch 10 Mann. Der Ball ist schnell ausgeführt worden. Es gab hier einen Freistoß. Jakobsen gibt ihn jetzt an Rheintaler. Rheintaler spielt den Ball lang und weit. Auf die linke Seite zu Exe. Exe gegen unseren Torschützen. Paco Koronkiewicz in Zweikampf. Wie wird es wohl dieses Mal laufen? Spielt aber Freeze. Freeze spielt zurück auf Güleyen. Und der findet Rheintaler. Rheintaler. Geht rechts raus auf Goppel. Der spielt einen hohen, weiten Ball bis an die Strafraumkante. Der geht an Freund und Feind vorbei. Findet Exe an der linken Strafraumkante. Der gibt auf Freeze. Der steht ein paar Meter vorm Tor. Ah, der verliert den Ball an Sagiri. Und Sagiri spielt den hohen, weiten Ball in die Hälfte der Wiesbadener. Dort ist Rheintaler gegen Steele und Steele kann den Ball nicht dingfest machen. Rheintaler spielt zurück auf Stritzel, kriegt den Ball jetzt wieder, hat ein bisschen Platz von Steele bekommen und kann rechts rausspielen auf Goppel. Der befindet sich in der Hälfte der Viktoria. Spielt wieder lang und hoch und mittig in den Strafraum der Viktoria, aber auch dieses Mal kann Dietz seinen Kopf rankriegen. Und Paco Koronkiewicz will mit dem Ball einfach loslaufen, aber Freeze geht ins Laufduell und kann das Ding mitnehmen. Oh! Das ist, also Dietz geht zusammen. Ja, aber der Wiesbadener meint, das wäre kein Foul gewesen. Ja, und das wundert mich dann doch etwas. Aber auch Hempel gibt auch keine Karte und nichts, das wundert mich auch.
Das war, und vor allem, das war interessant. Carstens ist jetzt mittlerweile nach vorne gewandert. Der eigentliche Innenverteidiger ist jetzt viel mehr am Strafraum der Viktoria zu finden als in seinem eigenen Strafraum. Und hier zeigt sich dann, dass er zu wenig Erfahrung hat da vorne und es nicht weiß, wie man damit umgeht, wenn der Abwehrspieler der anderen Mannschaft probiert, den Ball zu klären. Hautlars sieht den Ball weg und kann sich glücklich schätzen, dass Hempel, Hautlars sieht das Bein weg und kann sich glücklich schätzen, dass Hempel hier nicht für Gelb sich entscheidet, was ich durchaus hätte vertretbar finden können. So, zwei Wechsel. Wucht und Taffertshofer gehen raus. Dafür kommt rein Robin Häuser, einer aus Mittelfeld, und Lukas Brumme auch Mittelfeld. Also mit dem Wucht wundert mich ein bisschen was, weil das ist eigentlich wirklich ein Unruheherd gewesen. Ja. Aber. Ja, und Carstens übernimmt nicht nur seine Position, sondern jetzt auch die Kapitänsbinde von ihm. Kautschinski wird sich was gedacht haben, während er mit den Händen verschränkt seine Coaching Zone auf und abläuft. Was ich lustiger Funfact für mich war, bitte? Max Reinthaler ist ja reingekommen, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Staatsangehörigkeit Italiener. Nee. Doch. Also hat, wahrscheinlich aus Tirol oder so, aber das hat mich jetzt ein bisschen gewundert halt. Ne? Mittlerweile der Ball in der Hälfte der Viktoria. Paco Koronkiewicz hat was dagegen und haut den fast zielgenau auf Olaf Jansen. Also in die Hälfte von den Wiesbaden, bevor der da ins Seitenhaus geht. Exe würde gerne den Ball 10 Meter weiter vorne einwerfen, wird jetzt allerdings zurückgepfiffen. Überlegt sich, was er macht. Ja, und er, falscher Einwurf, mein Freund. Einwurf, ja. So schnell kann es gehen. Wir gucken da mal gerne hin in der dritten Liga. Der Mann von Viktoria Berlin, der zu, in der Sommerpause zu Wien Wiesbaden kam mit einem falschen Einwurf. Und somit kann Paco Koronkiewicz ihm nun zeigen, wie es von der gleichen Stelle besser geht. Guckt sich seine Position an. Was wird es wohl sein? Wird es Sonti? Wird es Handle? Wird es Stehle? Wird es Sagiri? Lässt sich Zeit und sucht sich dann Sagiri aus. Der läuft den Ball hinterher zur Eckfahne, aber Güleyen blockt ab. Und somit geht der Ball ins Tor aus. Stritzel hat sich schon einen neuen Ball geschnappt, wirft den auf den Boden. Der Ball ruht und dann wird er schnell ausgeführt. Ja, alles in der 82. Minute, das heißt 8 Minuten. Ich gehe mal von aus, so 2-3 München lässt er bestimmt nachher spielen, der Hempel. Bestimmt. Also heißt, wir haben aber gut noch 10-11 Minuten, wo wir noch ein bisschen zittern müssen. Weil Wien Wiesbaden wird natürlich jetzt versuchen, alles zu machen, um den Ausgleich zumindest zu holen. Jetzt hat den Ball, spielt ihn in den Strafraum wie toll rein. Jamel Siebert köpft vorbei, kommt nicht an den Ball. Mai klärt den Ball aber auf Kosten eines Einwurfes, knallt den Ball einfach auf den Mittebereich in dem Nachbarblock, wo die Wien Wiesbadener stehen, die Fans, die knapp 100, die hier die Reise mitgemacht haben. Ja, denen muss man auch wirklich Respekt zollen dafür, dass sie selbst bei Rückstand und jetzt auch nur noch zu 10 weiterhin von den Rängen alles geben, was sie können. Aber auch unserem Block 11 hört man wunderbar, wie sie ein Lied über Höhenberg anstimmen. Ja, die Jungs geben Vollgas im Block 11, so muss es ja auch sein. Ja, Abschluss, Ben Voll, der lässt sich natürlich jetzt Zeit, legt den Mann nach links, legt den Mann nach rechts, zeigt mal an, Jungs, komm, ich spiele ihm raus, macht noch schön die Hand hoch, schießt sich der Hempel, guckt schon lange, ob das zu lange dauert. So, Ben Voll läuft an ein, zwei Schritte und den Ball über die Mittellinie, diesmal keine kurze Spieleröffnung. Stehle kommt leider nicht hoch zum Ball. Sontheimer kann den Ball abfangen im Mittelkreis. Stehle spielt jetzt auf Handle. Handle spielt Handel zurück auf Stehle. Stehle im Duell mit Güleyen, aber Güleyen kann erneut den Ball zuerst zu Schritte spielen, bevor Stehle ihm erneut stehlen kann. Und somit ist der Ball schon wieder im Feld der Viktoria. Dort hat Paco Konkiewicz die Kugel, spielt an Sagiri. Sagiri verliert den Ball gegen Jakobsen. Nee, gegen Brumme, Entschuldigung, er sieht Jakobsen ähnlich. Und jetzt Güleyen. Den Ball in der eigenen Hälfte. Auf Jakobsen. Der jetzt auf Reinthaler. Wieder Güley. Alles in Höhe des Mittelkreises. Ja, die spielen den Ball sich jetzt schön hin und her, links und rechts, als ob sie 1-0 führen würden. Das wundert mich um was. Jetzt müsste Güley eigentlich mal langsam den Ball mal Richtung Strafraum knallen. Das macht jetzt Reinthaler mit einem weiten Ball. Wien Wiesbaden kann den Ball nicht unter Kontrolle bekommen. Brumme köpft den Ball zu Sontheimer. Sontheimer kriegt den Ball raus. Wien Wiesbaden holt sich den Ball zurück in Person von Eze. Eze spielt wieder zurück auf Güley. Jetzt wieder Jakobsen. Aber irgendwie kein Raumgewinn für Wien Wiesbaden. Jetzt können sie mal schnell spielen. Jakobsen geht Richtung Strafraum zu. Sontheimer kriegt den Ball nicht weg. Jetzt ein Schuss aus der zweiten Reihe von Wien Wiesbaden. Durch. Und im Nachfassen. Robin Häuser, gerade eingewechselt. Im Nachpassen kann Ben Voll diese Kugel, die relativ platziert ins linke untere Eck flog, dingfest machen. Und jetzt lässt er sich natürlich super Zeit. Jetzt lässt er sich super Zeit. Der neue Kapitän und jetzt auch neuer Mittelstürmer Carstens regt sich darüber auf, aber was will man tun? Mittlerweile hat er den Ball eingeschossen.
Der landet aber sofort wieder bei Wiesbaden. Und Wiesbaden probiert es jetzt erneut über Carstens. Der wird von Dietz gefoult. Gibt aber keine Karte und auch nichts anderes. Etze greift sich die Pille. Alles in der 85. Spielminute. 30 Meter Entfernung, linke Position. Etze guckt sich die Spieler an, die sich alle an der Strafraumkante positioniert haben. Rein kommt das Ding. Und raus geht das Ding. Und jetzt ist das Sontheimer. Sontheimer gegen zwei Mann. Der probiert einfach mal den Weitschuss. Aber damit kann er Stritzel nicht überzeugen. Aber was hätte er auch anderes machen sollen? Er gegen drei Mann im Vollsprint. Ja, viel mehr konnte er nicht machen. Vielleicht noch ein paar Meter gehen, vielleicht einen Foul reinziehen. Stimmt. Aber das wäre das Einzige gewesen. Und der Torhüter Stritzel stand halt ziemlich weit vom Tor. Aber dafür war es halt ein Schüsschen gewesen leider. Noch ja, vielleicht auch flach. Ne? Hätte man es vielleicht eher hoch probiert. Aber ne, im Nachhinein ist man immer schlauer. Klar, er hätte das Ding auch einfach nur hoch und weit irgendwo hinspielen können. Mhm. Naja, sei es drum. Sei es drum. Etze auf der linken Seite. Schickt Carstens. Carstens im Laufduell mit Dietz. Dietz gewinnt das Laufduell. Geht danach aber fast zu Boden. Ja, es wirft sich danach mit, liegend mit dem Körper in Carstens Knie und somit sagt Hempel, das ist unfaires Einsteigen. Man darf nicht mit der Schulter jemanden zu Fall bringen und somit gibt es Freistoß. Ungefähr 2 Meter von der linken Eckfahne Viktorias entfernt. Da steht Etze. Seine ganzen Kameraden sind in der Hälfte der Viktoria. Die meisten davon am zweiten Pfosten. Bereit, in den Fünfer reinzulaufen. EC lässt sich noch ein Zeit. Nimmt den Arm hoch, läuft an, schießt. Viel zu flach. Der Ball kann von Moritz Fritz sofort rausgeschlagen werden. Und der Ball kullert bis in die Hälfte der Wiesbadener. Dort kann Brumme den Ball aufnehmen. Spielt ab zu Stritzel. Alle rennen nach vorne. Stritzel mit dem langen und hohen Ball. Nun kommt die Brechstange. Aber Moritz Fritz kann erneut den Ball rausköpfen. Zweiter Ball landet bei den himmelblauen Gästen. Das ist Etze im Duell mit Paco Koronkiewicz. Sein Pass geht ins Nirgendwo und kann jetzt von Handler aufgenommen werden und an Simon Scheler abgegeben werden. Der schickt Sontheimer. Sontheimer ist nicht schnell genug. Der zweite Ball. Oh, der landet auch bei den Wiesbadenern. Viktoria ist ein bisschen unformiert und aufgerückt. Aber Sagiri! Sagiri kann den Zweikampf gewinnen gegen Etze und den Ball ihm stehlen. Gibt ihn ab auf Sontheimer, der gibt ab auf Simon Scheele. Simon Scheele gibt zurück auf Paco Koronkiewicz. Paco Koronkiewicz wird zu Fall gebracht von Carstens. Ja, damit ist Carstens gar nicht einverstanden. Paco hat sich den Ball direkt geschnappt halt. Was macht denn Paco da? Ja, das gibt gleich Geld für Paco. Das gibt gleich Geld für ja, Paco. Ja, dann wäre es Gelb-Rot. Ja, da muss er wirklich aufpassen. Da muss er ein bisschen aufpassen halt. Das mit diesen Bällen mitnehmen nach Foulspiel macht das nicht, Jungs. Nochmal, Paco ist verwarnt. Da müssen wir auch noch aufpassen. So, die Tribüne geht hier mit. Ihr hört über die Außenmikrofone von uns. Aber das war jetzt blind gespielt ins Aus raus. Ja. Unnötig. Olaf Janssen unten auf Betriebstemperatur, der Trainer der Viktoria. Zeigt, Jungs, ihr müsst ruhiger und cleverer spielen. Ja, es ist die 87. Spielminute. Wir sind noch nicht mal in der Nachspielzeit. Oh, oh. Da, und so wird Lars Dietz. Oh, und ein Glück war das abseits. Ja. Freeze hatte sich im Rücken von Lars Dietz genau richtig, meines Erachtens nach, gelöst. Und dann kam die Flanke hauchscharf über die Haupthaare von Lars Dietz hinweg. Und somit war Freeze auf und davon und auf dem Weg davon, Ben Voll zu testen. Aber ein Glück, ein Glück, ein Glück scheint er mit der Fußspitze im Abseits gewesen zu sein. Und somit gibt es Freistoß für die Viktoria. Knapp 25 Meter vom eigenen Kasten entfernt. Lars Dietz führt ihn in dieser Sekunde aus und dieser trudelt nicht ins Aus. Nein, er geht nach vorne zu Simon Steele. Der kann den Ball aber nicht im Kopfballduell dingfest machen. Und so gibt es jetzt einen Wurf, nachdem Sagiri noch das Bein ranbekommen hat, für Wiesbaden. Wiesbaden führt schnell den Einwurf aus von Etze. Aber erneut kann Sagiri einen Ball weiterleiten und zwar diesmal an das Bein von Etze. Und so gibt es Einwurf, nachdem dieser ins Ausrudelt. Paco Koronkiewicz, hoffentlich mal übertreibt er es nicht mit dem Zeitspiel, will einwerfen. Langer Ball zu Simon Steele, aber dieser Einwurf kommt nicht an und wird hoch und weit einfach nur noch rausgeschlagen von den Wiesbadenern in die Hälfte der Viktoria. Die köpft ihn wieder zurück in die Hälfte der Wiesbadener. Dort ist Rheinthaler. Rheinthaler will Goppel anspielen, der im Zweikampf mit Mai, und Mai gewinnt diesen Zweikampf. Simon Handle kriegt die Pille. Er gibt direkt an Steele. Steele wird gezogen und gerissen. Ah, war kein Foul anscheinend. Und müssen wir aufpassen, die Viktoria ist mit 4 Spielern aufgerückt und die müssen auch erstmal wieder in den Strafraum zu kommen. So, Wien-Wiesbaden. In Strafraum meinen, aber Goppel kommt den Ball nicht rein.
Ja, und Siebert ist nämlich derjenige, der Goppels Ball daran hindert, in den Strafraum einzudringen. Und direkt danach feuert er seine Jungs an. So, Jungs, macht weiter. Das hier ist noch nicht vorbei. Und recht hat er. Die 89. Spielminute hat noch nicht ihr letztes Sekündlein geschlagen. Ausgeführter Einwurf. Goppel. Oh, und Simon Handle soll hier gefoult haben. Aber ja, aber interessant, der Linienrichter hat erst die Fahne gehoben, nachdem der Schiedsrichter gepfiffen hatte. Und der stand eigentlich viel näher dran als Schiedsrichter Hempel. Aber ich glaube, war ein Foul gewesen. Ja, aber jetzt gibt es aus lukrativer Position einen Freistoß. Und zwar aus 15 Metern rechte Position. Und da steht nicht nur Etze, da steht noch ein anderer. Ich kann ihn leider nicht erkennen. Ist das ein Brocker? Brocker ist gelb-rot runter, ne? Ja. Simon Steele kann diese Hereingabe rausköpfen. Der zweite Ball. Der geht an Goppel. Oh, Steele probiert es mit der Grätsche, aber Goppel kann den Ball weiter behaupten. Schiebt rechts raus auf Etze. Und Etze hat nicht geguckt, wo er steht. So steht er im Abseits. Und es gibt Freistoß aus knapp 8 Metern. Also die Spielzeit wäre rum. Also ich sehe auch noch leider noch nirgendwo die Nachspielzeit angezeigt. Also dann sehe ich, die 90 Minuten sind rum. Ah. So, jetzt kommt der Herr mit der Tafel. 3 Minuten zeigen die Kinder an. 3 Minuten zeigen die Kinder an, soll angezeigt werden. Aber es sind vier. Oh. 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, erste Halbzeit pünktlich abgepfiffen, aber zweite Halbzeit gefällt Schiedsrichter Hempel das Spiel so gut, dass man noch mal ein paar Minuten dranhängen kann. Und ja, jetzt heißt es, Victoria-Fans, alle Daumen drücken. Jetzt heißt es wirklich, versiegeln und verschließen. Dieser Abwehrraum muss hermetisch abgeriegelt sein. Aber zuerst gibt es erstmal Einwurf in der Hälfte. Der Wiesbadener von unserer Victoria. Das ist Niklas May, der sucht Simon Handle. Simon Handle kann das Ding dingfest machen, aber verliert ihn dann im Zweikampf. So, nicht so weit hochgehen, aufmachen. Victoria. Ja, Sakiri macht das klug, aber zieht gleichzeitig doch das Foul. Doch nicht so klug gemacht. Er gewinnt zwar den Ball, aber muss gleichzeitig faulen. Und so jetzt ist der Ball im Anstoßkreis. Wird von Stritzel einfach irgendwo hingelegt. Aber Hempel sagt, das ist okay. Stritzel nimmt ein paar Schritte Anlauf, nicht ganz so schnell werden. Und spielt auf Goppel. Goppel flankt rein. Flanke kommt gut. Ja, ins Aus. Sehr gut. Der Kopfball, ich glaube, Freeze war es, wenn nicht Gulley. Ja, aber Goppel war natürlich wieder völlig frei gewesen. Und der Mann schlägt halt gute Flanken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ja, da müssen wir aufpassen. Ach Mann, wie werden es die Wiesbadener gerade haben in ihren Köpfen? Da hatten sie Chance um Chance in der ersten Halbzeit und sind gescheitert an unserem wirklich erstklassig parierenden Keeper Ben Voll, der jetzt die Arme hochreißt, der jetzt seinen Jungs anzeigt. Jungs, macht Meter. Und auch Jamil Siebert zeigt seinen Jungs an. Macht euch breit. Der lange Ball kommt rein. Simon Steele geht zum Kopfball. Weder Freund und Feind können diesen Kopfball aber erreichen. Und so ist der Ball jetzt in den Reihen von den Wiesbadenern. Rheintaler. Hoch und weit in die Hälfte der Victoria. Dort ist es Brumme gegen Dietz. Jetzt Carsten gegen Dietz. Und Dietz kann den Ball gegen beide behaupten und schindet Handle. Und Handle leitet den Konter ein. Handle gegen 4, nur mit 2 Mann, die mitgerückt sind. Handle probiert es mit dem Übersteiger, geht an einem vorbei. Ah, er geht an Rheintaler vorbei. Aber im Endeffekt kann er dann doch gestoppt werden von Häuser. Ja, Mike köpft ihn mal jetzt ins Aus. Das hat ein bisschen Zeit gebracht, aber natürlich Wiesbaden jetzt wieder mit Jakobsen im Angriff. Moritz Fritz köpft den Ball raus. Jetzt müssen wir mal sehen, ob Paco schneller ist als EC. Ja, die waren beide gleich schnell und haben sich beide deswegen ein bisschen wehgetan. Oh, Sakiri, schön den Ball weitergeleitet via Hacke. Simon Steele hat so viel Platz, der weiß gar nicht, wohin damit. Läuft gegen 2 Mann an, aber im Schritttempo. Ja, spielt Borunkiewicz an. Borunkiewicz geht am Gegen vorbei, nur der Torwart. Er probiert es rechts an Stritzel vorbeizukommen, aber Stritzel kann das Bein auspacken und verhindert hier den 2:0 Stand. Das war krass und das merkt Paco jetzt erst, dass er hier wohl im Vorbeigehen, als er seinen Gegenspieler ausgenommen hat, sich wohl selbst am Bein was getan hat. Ah, es ist der berühmte Krampf und sofort heißt es an die Mannschaftsärzte der Victoria, sie sollen aufs Spielfeld kommen. Ja, faire Geste von Gewehn, der jetzt ihn auch schreckt, aber super faire Geste. Wenn man mal ganz ehrlich ist, allein aufs Tor 2:0, das wäre natürlich, hätte man machen müssen. Ja, allein aufs Tor als Außenverteidiger, nachdem du hier in der Minute 93 alles gegeben hast, mit Gelb verwarnt wurdest, nachdem du hier schon den Führungstreffer gemacht hast, also ich gönn's ihm, dass er das hier nicht gemacht hat. Ich liebe deine Sachlichkeit. Oh, jetzt haben wir die letzte Wechsel in der Nachspielzeit. Florian Heißer wird kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, für wen. Für Paco Borunkiewicz. Jawohl. Und die Leute erheben sich auf den Rängen.
Nicht alle 2000, aber doch einige. Einige haben hier die Standing Ovation für unseren Außenverteidiger. Unseren Mann, der echt schon so viele Jahre dabei ist bei der Viktoria. Durch dick und dünn. Und hier wird auch abgeklatscht von unserem Co-Trainer Bjenska, von unserem Trainer Olaf Jansen. Paco Koronkiewicz, der Torschütze heute. Er hat sie alle überlebt bei Viktoria. Alle. Ja, das hat er wirklich. So, jetzt nur mal aufpassen, im Strafraum ist der Ball. Wegen Wiesbaden, die Tür kriegt den Ball nicht geklärt. Jetzt müsste einfach Shaqiri den Ball mal rausknallen und auf Stehle. Das tut er auch. Und zwar super auf Stehle. Und Stehle kann den nächsten Konter einlaufen. Nur noch er gegen Güley. Nur noch er gegen Güley. Und macht das selbst? Nein, er will eine Flanke reinspielen. So Handle, Handle dreht sich um seinen Gegenspieler weg. Oh! Und Handle schießt rechts am Tor vorbei. Ach, meine Güte. Jetzt, Jungs, jetzt wäre es doch echt mal an der Zeit. Echt mal an der Zeit, den Deckel drauf zu machen. So, Herr Hempel, pfeifen Sie bitte ja ab. Die Zeit ist auch 14 Sekunden sind wir drüber. 14 Sekunden sind wir hinter den 4 Minuten Nachspielzeit. Und er pfeift ab! Und Tagiri schießt sein letztes Mal. Der erste Sieg in der Spielzeit 2022-23 mit 1-0 gegen SV Wiesbaden. Torschütze war Patrick Koronkiewicz. Tja, am Ende des Tages interessiert das keine Sau mehr, wie das Spiel gewonnen worden ist. Und, ja. Oder wie viele Männer hier am Schluss noch auf dem Feld standen. 10 Wiesbadener unterliegen 10 Viktorianern mit 1-0 endet unser erstes Heimspiel der Saison. Und da liebe ich halt Köln. Ist aber direkt deutsche Musik hier, ist Stimmung hier. Die Tribüne ist am Klatschen, hier geht keiner nach Hause. Super. 1-0 gewonnen. Ganz, liebe Freunde, Dienstag schon das nächste Spiel in Essen. Der Fanbus, Heike Weißweiler wird sich freuen, wenn er mitfahren würde. Abfahrt von Höhenberg 16:30. Treffpunkt 16 Uhr. Wie könnt ihr mitfahren? Wenn ihr die Handynummer von Heike habt, einfach eine SMS, WhatsApp schreiben. Sonst geht auf die Vereinsseite von Viktoria Köln oder ihr schreibt eine E-Mail an fanbeauftragter@viktoria1904.de. Jawohl, und das nächste Heimspiel ist direkt am nächsten Samstag um 14 Uhr. Und dann begrüßen wir den Zweitliga-Absteiger, die SG Dynamo Dresden. Ja, für unsere Gäste aus Wiesbaden geht es weiter am Mittwoch gegen Bayreuth und am Wochenende dann nach Aue. Ja, kleines Fazit von uns beiden. Boah, gekämpft gewonnen, würde ich sagen. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg gewesen. Ja. Wenn man denkt, wir müssen nach Essen da, dann kann man ja auch nicht so nebenbei mal gewinnen. Da kommt Dynamo Dresden zu uns. Ich glaube danach, ohne jetzt genau auf die Platte zu gucken, würde ich sagen 60 München fast schon. Ja, das ist dann das nächste Heimspiel. Dazwischen liegt noch Freiburg 2. Da tun wir uns ja auch nicht gerade einfach im Breisgau. Und dann kommt der FC Bayern München. Ach du Schande. Also, aber hey, ja, falls ihr das hier nochmal hören wollt, falls ihr irgendein anderes Testspiel oder andere Spiele hören wollt, wir haben sie alle on demand zum Nachhören auf unserer Website viktoria.de/radio. Und ja, hey, es war mir ein Fest mit euch, mit allen, die hier im Stadion zugehört haben, mit allen Leuten, die zu Hause an den Endgeräten sitzen. Mein Name ist Jakob, ich sitze neben Daniel und ich sage auf Wiedersehen. Ja, ich möchte mich auch von euch verabschieden, nochmal ganz kurz. Fußballradio Stadelsieg wird unterstützt von der Aktion Mensch. Und Jakob, was muss man machen, wenn man im Stadion ist und gerne uns hier im Stadion hören möchte? Ach so, ja klar. Man kann zum Fanshop gehen und dort sich einfach einen Funkempfänger ausleihen. Der kommt mit einem Kopfhörer. Wenn ihr eigene Kopfhörer mitbringen wollt, könnt ihr auch gerne das tun. Und dann könnt ihr live und genau dabei sein. Wenn eure Augen nicht mehr so gut sind, wenn ihr gerne aufs Handy guckt, während ihr im Stadion seid, dann hört doch unseren Funkempfänger. Ja, die Mannschaften sammeln sich gerade. Viktor ist im Mittelkreis. Gleich wird Olaf Jansen seine Rede halten. Auch Viktor sehe ich mit dabei. Der darf auch mit in die Runde rein. Also da wird die Stimmung bestens sein. Ja, bei den Himmelblauen, die ebenfalls einen Kreis bilden, wird die Stimmung ganz anders aussehen. Die hatten wirklich alle Trümpfe in der Hand gefühlt zum Beginn der zweiten Hälfte. Und am Schluss unterliegt man hier hart kämpfenden Viktorianern. Wirklich ein großartiges Dankeschön auch von meiner Seite. Ja, da würde ich sagen, Jakob, wir machen den Deckel drauf. Es ist Feierabend. Viktoria Köln gewinnt am zweiten Spieltag mit 1-0 gegen Wien-Wiesbaden. Und wir hören uns wieder am Dienstag gegen 18.50 Uhr. Da wird der gute Henrik und der gute Chris das Spiel moderieren. Da wünsche ich euch viel Spaß. Und wer mit nach Essen fahren will, Fanbus oder eigene Anreise. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im Block, ich wollte sagen Block 11, in Essen im Stadion. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Samstagnachmittag. Vielleicht geht noch jemand aufs Deutsche Straßenfest oder macht sonst noch was Schönes bei dem Wetter. Jedenfalls, ich bin bestens gelaunt. Macht's gut, Jungs und Mädels. Ja, Daniel, du auch. Ciao, ciao.